meine Freunde, waren mehrere hunderte Tage im Barry-Gefängnis. Und wie ihr es bereits gelesen habt, wird es heute einfach mal einen richtig epischen Film geben. In diesem werdet ihr jeden Barry-Gefängnisausbruch sehen, den ich jemals gemacht habe. Also sei es das Barry-Gefängnis oder die Barry-Skimmity-Dom-Toilette oder der Bruder von Barry oder seine Freundin oder wer weiß, vielleicht auch seine Oma. Okay, das glaube ich nicht, aber wir haben wirklich sehr, sehr viele Ausbrüche dabei. Und ich habe außerdem im gesamten Video 5 Robux Guthabencodes versteckt, die im Laufe des Videos eingeblendet werden. Diese sind jeweils 1000 Robux wert, welche ihr in-game einlösen könnt. Deshalb, Freunde, legt euch hin, holt euch was zu trinken und was zu knabbern und schaut das Video unbedingt bis zum Ende. Und vergesst natürlich auch nicht, dem Ganzen einen Daumen nach oben zu geben und abonniert unbedingt den Kanal. Und jetzt würde ich sagen, Film ab. Oh mein Gott, Leute! Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber irgendwie hat mich so ein blauer, stinkender Fettsack eingesperrt. Und zwar handelt es sich heute um niemand Geringeren als das allerechte Gefängnismonster. Barry! Barry ist einfach der ekelhafteste Gefängniswärter aller Zeiten. Junge, sein Gefängnis stinkt mehr als mein Käsefuß und er furzt einfach den ganzen Tag. Ich glaube, das ist seine einzige Aufgabe. Und wir müssen heute versuchen, diesem ekelhaften Gefängniswärter zu entkommen. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst jetzt auf Ehre einen Daumen nach oben da, Leute. Wenn ihr neu seid, abonniert unbedingt den Kanal. Der wird nämlich heute noch sein blaues Wunder erleben, Junge, hä? Oh, Digga, guckt euch den an, wie ekelhaft der ist. Der reibt sich ja an allen Körperstellen an seinem Arsch und wo sonst doch immer, Bruder. Das ist ja ekel... Junge, der furzt einfach. Was ist er denn für ein Gefängniswärter? Boah, Junge, das stinkt ja auch schon übel. Bruder, nee, bitte, wenn er jetzt nochmal hier vor meinem Gesicht furzt, dann werde ich richtig sauer, Bro. Bitte mach das nicht. Barry, bitte. Oh mein Gott, du ekelhafte Sau, Leute. Ihr merkt schon, wir müssen dringend hier ausbrechen. Der Typ furzt alles voll, Alter. Die Frage ist, wie komme ich aus diesem hässlichen Gefängnis hier raus, Leute? Ansonsten schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr diesen Roblox-Simulator kennt. Also, ich habe schon viel davon gehört, Junge. Der furzt die ganze Zeit. Leute, ich glaube, wir müssen da oben lang. Das heißt, wir klettern jetzt erstmal hier nach oben. Du siehst gar nichts, Barry, ja? Okay, wir schleichen uns jetzt an Barry vorbei. Oh nein. Barry? Nein, 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 Bruder, chill mal, hallo. Nein, Barry. Digga, Bro, Barry, chill, Junge. Du kannst mir gar nichts. Ja! Yeah! Renn, renn, Bruder, renn. Bruder, Barry, ich wollte das nicht. Oh mein Gott, Junge, der wird gleich so ausrasten. So, jetzt können wir auch auf ganz entspannt da einmal rausspazieren. Na, na, na. Na, na, na. Barry, nimm mir es nicht übel, ja, aber dein Gefängnis ist echt scheiße gebaut. Wir müssen eigentlich gar nichts, weil, warte mal. Greifhakenpistole, bitte, bitte, bitte. Ich schwöre, diese Greifhakenpistole ist so nutzlos. Oha. Ja. Ja. Greifhakenpistole. Du bist die Beste. Ich nehme alles zurück. So ein Ding ist das. Mit der Greifhakenpistole haben wir uns einfach durchgemogelt, Alter. Digga, ich will jetzt langsam mal raus aus einem dreckigen Gefängnis hier. Was geht denn jetzt ab? Oha. Junge, was geht denn jetzt ab? Junge, jetzt ist dieser fette Chefkoch hier, Digga. Oh, nö. Ich muss ihn besiegen. Ich muss ihn... Ey. Bruder, ich muss ihn irgendwie wegklatschen. Hallo. Aua. Bro. Lass mich mal in Ruhe. Chefkoch. Wir müssen ihn wegklatschen. Digga, warte mal. Warum mache ich das eigentlich? Ich habe doch das Ding hier. Hä? Da, was willst du machen? Hä, Chefkoch? Sag mir, was willst du machen, Junge? Nimm das. Tschüss. Du Fettsack. Aber warte, der lebt noch. Wir müssen ihn noch umbringen. Wir müssen ihn noch umbringen, Leute. Wartet. Gottpflaster. Ja, ne, jetzt bist du flöten gegangen. Batz, weg mit dir, Junge. Niemand legt sich mit Ausbrecher Lumex an, Junge. So ein Ding ist das. Wer ist er denn? Ey! Bruder, chill mal. Barry! Ah! Junge, nimm das. Endboss-Fall, Jungs. Wie viel HP hast du? Barry, chill mal. Chatpack, Abgang. Oh, flieg weg, Bruder, flieg. Flieg. Junge, ich flieg einfach aufs Dach drauf. Ha. Geht nicht. Warte, wir müssen irgendwie High Ground, Leute. Wir brauchen High Ground. Chatpack. Gib mir High Ground. Nimm das. Nimm das. Oh, oh, der will mich zertrampeln. Ey, chill mal, Bruder. Hallo, Chatpack, flieg. Fress Obst, du Fettsack. Ah! Obst, Gemüse. Aua, 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 aua. Junge, wie viel HP hat er denn? Bitte. Ja!
Also, das ging jetzt ein bisschen schnell tatsächlich. Tja, Barry, dann hast du wohl doch nichts gekommen mit deinen komischen Maschinengewehren, ja? Tschüss, ich bin raus. Denn wir werden heute einfach mal selbst als Barry spielen. Und werden selber Spieler einsperren, die versuchen, aus dem Gefängnis auszubrechen. Und ja, vielleicht werden wir auch dem einen oder anderen Spieler ins Gesicht furzen. Freunde, es ist soweit. Der erste Spieler ist da. Die ersten zwei Spieler sogar. Okay, wir tun mal so, als würden wir schlafen. Ich meine, Barry schläft ja gern. Verappelt Angriff! Oh Leute, wir haben den ersten Spieler gefangen. Weg mit dir, zack! Ich weiß jetzt gar nicht, können wir als Barry den Chatpack benutzen? Was? Wir können den Chatpack benutzen! Ich hab sie gefangen, let's go! 6,5 Stunden später. Oh, da ist der Erste. Da ist der Erste, Freunde. Der Erste kommt. Okay, noch hat er mich nicht gesehen. Überraschung! Ha, weg mit dir! Wir haben den nächsten Spieler gefangen. Let's go! Und schaut mal, da ist gerade auch ein Spieler gewesen. Der will jetzt gerade von oben diese Platten runterholen. Wir überraschen ihn jetzt gleich mal. Wartet, er kommt runter. Wir machen einen Soundeffekt. Oh, er wartet oben, er traut sich nicht. Aber wir schlafen. Wir tun so, als würden wir schlafen. Überraschung! Und da haben wir ihn eingefangen. Let's go! Oh, es ist soweit. Der erste Spieler kommt. Da unten. Seht ihr ihn? Oh mein Gott. Wir werden ihn so erschrecken. Wir warten nämlich hier oben. Und sobald er hochkommt, stehen wir hier einfach. Wir furzen und gefurzt und eingefangen. Let's go! Oh Mann, die Arme. Das, Max. Hi! Junge, du stehst in meinem Gesicht, geh mal weg da! Max, wir haben heute nicht viel Zeit drum zu labern, denn ich erzähl dir jetzt, was Phase ist. Du siehst da hinten diesen Gefängniswärter, ja? Ja, der furzt immer die ganze Zeit. Ja, genau, so wie du. Aber das Ding ist... Dann ist das für die Nudelhaare! Junge, ihr hofft mich jetzt zu beleidigen. Max, wir haben ehrlich keine Zeit. Wir müssen nämlich heute versuchen, hier auszubrechen, hörst du? Ja, okay. Jetzt kommt das Aber. Es gewinnt der, der zuerst hier ausbricht. Deshalb würde ich sagen, ich lauf mal los, ja? Alter Lom, ich weiß doch... Guck mal, wie der furzt die ganze Zeit. Max, nochmal. Ja, jetzt beeil dich lieber. Wir müssen hier ausbrechen. Komm schon. Komm, Hector, lauf doch. Ja, ich lauf doch. Weißt du überhaupt, wo du lang musst, Max? Bist du groß? Ich komm ja hier lang, oder? Okay. Keine Ahnung. Ja, machst du super. Ich bin stolz auf dich. Ja, wie gesagt, du musst halt hier hochlaufen, wer zuerst ausbricht. Das ist halt das Ding heute, ne? Nein! Ey! Lomek! Max, wird dir ein bisschen schwindelig, dreht sich's gut da um. Runterlassen! Okay, ist doch gut. Okay, komm, ich helfe dir kurz. Ich glaube, du machst zum ersten Mal diesen Barry-Ausbruch hier, oder? Guck mal, du musst jetzt diesen Knopf... Ja, du darfst nicht da runterspringen. Du musst hier auf diese Plattform draufspringen, Idiot. Okay. Ja, okay. Hä, du weißt ja schon Bescheid, wo... Hey, hallo. Junge, beruhig dich mal. Wie schnell bist du denn? Hallo, chill mal. Lamex, ich bin der Beste. Oh, Max. Der Fritz, ne große Kopf. Das ist Barry. Warte, ich mach's mir einfach, Leute. Ich hab den Gottesblaster. Wartet. Ja! Geh weg! Okay, ich glaube, Max muss ihn noch besiegen. Geh ich weg! Einmal auf den Knopf. Okay, Max, wir sehen uns oben wieder. Bis gleich. Nein, da hinter mir ist der Furzende Dicke. Ja, dann renn schneller. Also, ich laufe jetzt da hoch. So, einmal hier Sprung. Lomex, da vorne ist der. Ja, du musst hier hochlaufen. Da oben ist das Ziel. Lomex, da ist der Feuerwehrmann. Was für ein... Das ist... Max, das ist doch kein Feuerwehrmann. Der ist so groß, der Ball. Du kriegst echt gar nichts gewagt, ne? Du musst in diese komische Wandeinkerbungen da dich verstecken. Checkst du? Bist du dir sicher? Warum warte ich eigentlich hier auf dich? Ich kann einfach weiterlaufen. Wie gesagt, wer zuerst ins Ziel ist, hat gewonnen. Oh. Nein, Lomex, ich bin wieder an den Boden. Willst du mir sagen, dass du immer noch nicht hier bist? Ist dein Ernst? Lomex, wenn du wartest, dann bist du viel cooler, als wenn du nicht wartest. Okay, aber dann verliere ich ja. Nee. Nein, mach das nicht, Max, nein! Oh mein Gott. Max ist jetzt auf Energy, jetzt kann's losgehen! Ja! Oh mein Gott, ich bin so gut. Nein! Ja, ich bin die Usain Bolt! Junge, wie kannst du vor mir sein? Hallo! Hallo! Hä, wo bist du vor mir? Ich bin so der schnellste Mensch der Welt. Ja, pass auf, ich bin hinter dir. Ich werde dich schnappen wie ein Krokodil. Oh, nee, nee. Wow! Komm schon, nein, 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 nein.
Junge, musst du weit vorne? Nein, nein! Oh mein Gott! Und zwar hat der gute Barry einfach mal eine Freundin. Darf ich vorstellen, das ist sie, Leute. Ja, sie sieht ihm ziemlich ähnlich. Mein kostbarer Gefangener. Ich glaube, hier heute ist es sehr wichtig, dass wir auf die Details achten, ne? Das heißt, sowas könnte zum Beispiel auch schon ein Hinweis sein, wie wir hier aus diesem Gefängnis am besten ausbrechen. Oh mein Gott, Leute, was ist das denn da oben? Ich sag doch, Leute, das heutige Gefängnis ist einfach unnormal sicher. Auch wenn hier irgendwie alles pink ist. Und jedenfalls seht ihr, dass da oben ist anscheinend ihr Roboter, der überwacht das Gefängnis nochmal. Also hier gibt es auf jeden Fall die ein oder anderen Hindernisse mehr als bei Barry. Aber egal, wir schaffen das trotzdem. Und oh mein Gott, die gehen sogar nach unten, die Dinger. Digga, Alter. Okay. Und was ist das für ein Teil? Das geht einfach kaputt. Das heißt, wir sollten am besten nicht so lange darauf stehen, weil sonst fallen wir hier. Fallen wir runter. Okay, die Garage ist auf und... Was? Nein, wartet mal. Was ist das denn? Digga, das ist einfach Barry, Leute. Und ihr müsst jetzt auf die Details achten, ja? Das ist nämlich nicht einfach nur Barry, Leute, sondern schaut mal in sein Gesicht. Der hat einfach Knutschflecken, Leute. Also, wer weiß, was Barrys Freundin mit ihm gemacht hat. Aber gut, Barry, wir lassen dich mal hier in Ruhe. Denn ich muss mich jetzt erstmal hier drum kümmern, dass wir hier rauskommen. Auf mit dem Teil hier, Junge. Okay, was? Hä? Okay, ey, Leute, der heutige Ausbruch ist sehr, sehr merkwürdig. Schaut mal, hier unten ist einfach so ein Raum, wo Barrys Freundin ist. Die guckt sich einfach so Bilder von mir an und lacht. Okay, sehr, sehr creepy, Leute. Aber egal, wir lassen uns davon nicht ablenken. Wir machen einfach mal... Wir machen weiter, wollte ich sagen, aber... Barrys Freundin, wir können über alles reden. Oh, Leute, ihr merkt... Oh, wir sind im Saal und Barrys Freundin. Oh, kann die hier... Die kann hier durchlaufen. Oh mein Gott, Barrys Freundin ist direkt hinter mir. Oh mein Gott, sie ist unter mir, Leute. Sie rennt einfach mit so einem Schlagstock rum, Bro. Aber weißt du was? Du kannst mir nichts, denn ich werde jetzt aus deinem Gefängnis ausbrechen. Bro, habe ich irgendwas verpasst? Was? Okay, Leute, wir lassen das einfach mal so stehen. Ich weiß nicht, ich sag doch, der heutige Ausbruch ist sehr, sehr merkwürdig. Barrys Freundin chillt auf einmal einfach hier in dem Pool. Aber okay, soll sie ruhig machen. Okay, was muss ich jetzt hier machen, Leute? Ah, ich glaube, wir müssen uns diese Stühle hier nehmen. Ja, das ist doch kein Problem für uns hier. Die nehmen wir, platzieren die hier einmal und dann, Leute, wird hier auf entspannt auch ausgebrochen. Komm, Junge, auf damit! Okay, jetzt müssen wir noch irgendwie da hochkommen. Ja, wir haben es, Leute. Okay, wir sind weiter auf jeden Fall. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass endlich bald mal der Ausgang kommt, weil ich glaube... Oh nein. Leute, hier sind wieder so richtig krass viele Spikes. Ich glaube, da dürfen wir auf keinen Fall reinfallen. Digga, also jetzt mal ganz kurz, no joke. Das Gefängnis ist wirklich krasser als von Barry, oder? Jetzt nehmen wir wieder so Toiletten hier. Die Frage ist, was ist die... Ah! Oh mein Gott, Digga, Bro. Erschreck mich doch nicht so, Alter. Digga, Leute, habt ihr das gesehen? Einfach Barrys Freundin saß hier auf dem Klo, Bro, da Zeitung gelesen. Was? Okay, wir gucken weiter, Leute. Vielleicht jetzt hier die mittlerste Toilette. Komm. Ah, ich glaube, das ist die richtige. Oh mein Gott, Digga. Dann machen wir das. Wir machen einmal hier die... Oh mein Gott, Leute. Ganz leise jetzt machen, Bro. Oha. Die ist einfach direkt hier und ist am Schlafen. Digga, was, Bro? Was? Digga, was geht denn hier ab, Leute? Digga, wir lassen den einfach mal raus. Kollege, ich würde dir echt gern helfen. Ja. Oh, oh. Ey, ey, hallo. Ich wollte dir helfen. Der hat dich einfach aufgeweckt. Oh, 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 oh! Oh, hey, hallo, hallo, hallo! Ah, nee, wir müssen die befreien, Leute, wir müssen die befreien! Wir müssen die befreien! Digga, die haben die einfach verprügelt, Bro, was? Hä? Ey, ich sag euch ehrlich, das ist übel geil gemacht, hä? Okay, der Gefängnisausbruch ist... Da läuft irgendjemand! Irgendwas ist da faul, Bro! Wenn ich das schon sehe... Egal, Leute, wir gehen ein... Was ist das denn? Hey! Ah! Okay, wir versuchen es nochmal, Leute. Die Frage ist, wo müssen wir lang? Okay, jetzt aber, Bro. Ich habe mich voll erschrocken, hä?
Auf einmal chillt hier auf einem Rollator, Digga. Was geht denn hier ab, Alter, hä? Okay, komm jetzt aber, Bruder. Irgendwann muss doch der Ausgang mal kommen. In der... Bro, was... Was geht denn da ab? Die ist einfach Oh, oh. Okay, Leute, ganz kurz. Ich glaube, das könnte tatsächlich jetzt ein Endboss-Fight sein. Denn schaut mal, da hinten hängt so eine Waffe wieder. Und immer wenn eine Waffe irgendwo ist, bedeutet das Endboss-Kampf. Bedeutet, Leute, sollte das jetzt der Endboss-Kampf sein, lasst nochmal auf Ehre alle ein Like da, Leute, in der Hoffnung, dass ich es schaffe. Denn wir werden jetzt aus dem sichersten Gefängnis ausbrechen. Junge, friss das. Oh mein Gott, Junge, hallo. Oh mein Gott, Junge, wie viel... Oh! 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 Ja. Was? Wie schnell war das denn? Digga, die war übel schnell, aber ich hab die einfach mit meiner Obstkanone, was auch immer das war, abgeschossen. Und wir haben den Schlüssel bekommen, Leute. Komm schon. Schlüssel rein, Abfahrt. Oh mein Gott, Leute. Wartet mal. Leute, Leute. Leute, wartet mal. Wir müssen mit dem Auto jetzt fahren. Ich schäme irgendwie gerade gar nicht, was hier abgeht, Leute. Hä? Komm, warte, warte, warte. Jetzt. Wo bin ich? Digga, wo bin ich? Warte mal. Da hinten. Wartet. Leute, da hinten ist irgendwas. Da hinten ist irgendwas. Warte, beruhigt euch. Warte, da ist noch irgend so eine Röhre oder so jetzt. Oha, das ist so ein Dropper jetzt. Komm, den schaffen wir, Leute. Easy peasy, hier am Rand runter. Warte mal. Was geht hier ab? Wir müssen hier irgendeinen Kopf platzieren. Wartet mal. Was ist das denn jetzt? Hä? Digga, hä? Auf einmal hat die Laseraugen bekommen und will mich umbringen. Hä? Digga, Leute, ich check gar nicht, was abgeht. Okay, Leute, ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt richtig oft probiert, dass ich die irgendwie töten kann, weil ich brauche anscheinend den Kopf von ihr. Aber das Ding ist, ich weiß halt nicht, wie ich das machen soll. Die killt mich die ganze Zeit einfach. Ich glaube, Leute, es ist an der Zeit, zur Geheimwaffe zu schlagen. Und deshalb würde ich sagen, sieht doch sehr gut aus. 400 Robux? So, Leute, okay, bitte macht das auf keinen Fall zu Hause nach. Oha, wie OP ist das denn? Hä? Ich habe einfach so einen Laserstrahl jetzt auch, genau wie die auch, Leute. Ja, okay, dann komm doch jetzt her, wenn du dich traust. Hä? Ja, pass auf, ich kann das auch. Ja! Ja! Digga, was ist denn das jetzt? Ich glaube, wir müssen hier irgendwas reinmachen. Hä? Warte mal. Moment mal, Leute. Irgendwas versteckt sich da. Wir müssen da so eine Kanonenball oder irgendwas finden. Oder warte mal, hier geht's nach oben. Guck mal hier, wir haben ihn, Leute. Haben wir jetzt so diesen Kanonenball geholt? Die müssen wir jetzt hier reinmachen. Und BAM! Oh! Aber okay, warte mal. Wir gehen nicht da lang, Leute. Wir gehen erstmal hier lang. Erstmal gehen wir hier lang. Wir gehen doch nicht da lang. Das sieht mir nicht geheuer aus, Leute. Ich sage euch ehrlich. Wir gehen lieber auf den Spa... Was geht denn hier ab? Hallo? Vielleicht ist der richtige Weg doch der Weg hier, Leute. Wir gehen einmal nach unten. Wir müssen erst da hoch, weil wir müssen hier oben so einen Knopf drücken, Leute. Wir müssen erst hier lang. Knopf habe ich gedrückt. Und jetzt können wir... wir müssen den auch noch drücken. Wartet mal. Digga, dieser Gefängnisausbruch hier, Leute, ist geisteskrank. Oh nein. Leute, wir müssen uns jetzt entscheiden zwischen der Mädchen- oder zwischen der Jungsrutsche. Schreibt ihr jetzt mal in die Kommentare, Leute, welche Rutsche ihr wählen würdet. Ich würde sagen, aus Prinzip, wir nehmen eigentlich die Jungsrutsche, Leute. Natürlich die Jungsrutsche, natürlich die Jungsrutsche. Was? Bro, wo bin ich denn jetzt gelandet? Jetzt, wir werden ausbrechen, Leute. Ja. Digga, was ist denn das jetzt? Wir sind einfach im Gym. Knopf schnell. Oh, Digga, was? Auf einmal war da einfach so Gym-mäßig so einer, der... Junge, Hilfe! Was zur Hölle, Bro? Was war das denn jetzt, hä? Digga, Leute, ich check ja gar nichts mehr. Wir graben uns jetzt hier durch. Was ist denn das jetzt? Ey, Junge, hier ist irgendein Ritter. Weg mit dir! Ja! Oh, ich glaube, das war's dann auch mit ihm. Perfekt. Okay, Leute, wir haben ihn. Wir können weiterlaufen. Wir können. Ich brauche wieder irgendeinen Schlüssel, Digga. Aber da ist noch eine, Leute. Noch ist die Hoffnung nicht verloren. Ja! Da ist der Schlüssel. Her da
damit! Ich will jetzt hier raus aus dem Gefängnis endlich, bitte! Lasst mich doch einfach raus hier jetzt, ja! Digga, dieser Gefängnisausbruch. Leute, ich hab's euch gesagt, wir brechen heute aus dem sichersten Gefängnis aller Zeiten aus. Also, ob ihr mir glauben wolltet oder nicht, spätestens jetzt wisst ihr Bescheid. So, wir sollen ja anscheinend nicht lang gehen, aber ich gehe trotzdem hier lang. Wir haben keine andere Wahl. Okay, was geht denn jetzt ab? Muss ich jetzt hier rein oder was? Ey, hallo, hallo! Hey, hallo, nein, nein, nein! Nein, hallo, beruhig dich! Nein! Irgendwo fahren wir denn hin? Digga, Leute, ich sitze auf einmal in irgendeinem Minecart. Hä? Und der ist... Ich bin gecrashed. Ich bin gecrashed. Digga, haben wir es jetzt endlich mal geschafft? Ich würde... Kollege? Warum macht ihr das jetzt zu? Digga, hier ist einfach ein Hund, Leute. Digga, was geht hier ab? Digga, hier sind jetzt einfach so Hunde, Bro, auf einmal. Hä? Aber warte mal, Leute. Können wir die auch ausschalten mit... Digga, für was? Für was habe ich diesen Laser eigentlich gekauft, ja? Aber macht euch keine Sorgen. Wir schaffen das. Jungs und Mädchen, wir kriegen das hin. Komm, komm, Bro. Ja, ja. Okay, jetzt wird nochmal Auto gefahren, so wie es aussieht. Nochmal Auto fahren. Ja, okay. Von mir aus können wir nochmal eine Runde Auto fahren. Oh, Digga. Haben wir jetzt irgendeinen Sportwagenschein bekommen, Leute? Digga, ich würde aber einfach jetzt hier ausbrechen, Bro. Ich weiß ja nicht, wie lange wir jetzt noch hier ausbrechen sollen, aber ich will mal langsam zum Ende kommen jetzt. Warte mal. Oh nein. Was geht denn jetzt ab? Nein. It's a trap. Nein! Leute, ist so eine Falle. Was? Oh mein Gott! Wie krass ist das gemacht? Leute, das ist jetzt nochmal der richtige Endboss-Fight. Und wir haben jetzt hier so zwei Roboter und müssen gegeneinander kämpfen, hä? Aber die ist ein bisschen krass gerade. Hey, guck dich mal, wir haben so einen fetten Roboter einfach jetzt in so einem Schwert, hä? Das ist ja übel geil. Nimm das! Bam! Ja, komm, jetzt muss ich doch langsam mal drauf gehen, Bro. Hallo. Digga, komm schon, bitte! Ja, wir haben's gleich. Wir haben's! Warte, nein. Helikopter. Ja. Ja! Wir sind hier heute einfach mal in einem Barry-Gefängnis. Man unschwer erkennen kann. Voller Lava. Und damit ist nicht zu spaßen. Also ihr müsst euch vorstellen, das ist richtige Lava. Wenn man da reinfällt, dann ist nicht mehr so viel übrig von einem. Also ich denke, das ist selbsterklärend. Ihr müsst mir hier heute helfen, auszubrechen. Denn ihr seht, es ist heute nicht nur die Lava, die uns hindert, auszubrechen, sondern auch Barry. Der ist da hinten, ne? Und der ist logischerweise einfach mal aus Stahl oder keine Ahnung, was das ist. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob der auch furzt. So, komm schon, Lumex. Du hast es gleich geschafft. Okay, wir sind schon mal weiter. Ich sag euch ehrlich, das ist wirklich nicht so einfach, wie es vielleicht aussieht. Aber wir dürfen halt auf keinen Fall hier diese Lava berühren, weil sonst war's das einfach und wir haben nur noch zwei Leben. Da hinten ist der Stahlberry und ich glaube, wenn der uns mit seinem Stahlbeil da verknüppelt, wird das echt wehtun. Und wie ihr sehen könnt, Barry kann einfach mal über Lava laufen. Komm schon, renn schneller, Lumex, renn! Guck mal, der kann einfach über Lava laufen, das gibt's nicht. Wir müssen jetzt hier hoch auf das Geländer. Komm schon, wir müssen schneller laufen. Oh, ich glaube, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt oben auf diesem Rohr da. Barry wartet da unten. Ja, Barry, hast du gedacht, dass du mich fangen kannst, hä? Wir sollten lieber nicht so viel reden, wir müssen hier ausbrechen. Weil das wird immer wärmer hier im Raum. Irgendwann ist die Luft so heiß, dass wir automatisch sterben. Also, wir laufen einmal hier am Rand vorbei. So, geh aus dem Weg, wir müssen hier... Nein. Bitte nein. Nein, ich bin so dumm, Freunde. Ich bin so dumm. Ich habe voll vergessen, dass wir den Knopf drücken müssen. Oh nein. Da oben, Freunde, ihr seht es. Da ist Barry der Ritter. Unser nächster Gegner. Aber weißt du was? Barry, Ritter, du kannst mir gar nichts. Lol. Ich glaube, der schläft einfach. Lol. Einfach immer geradeaus der Nase entlang. Jetzt hier nicht reinfallen. Wir mogeln uns hier dran vorbei, springen einmal nach drüben und dann legen wir den Hebel um. Da hinten ist der Ausgang. Wir nehmen den Helikopter-Head und fliegen einfach mal nach oben. Oh, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Und jetzt einmal von hier nach da. Oh, okay. Wir haben es gleich. Hier ist der Ausgang. Aber warte mal. Wo? Wo ist Barry der Endgegner? Warte mal. Freunde, ich glaube, das ist der erste Barry-Ausbruch, wo es keinen Endboss-Fight gibt. Das Gefängnis ist so krass, dass es hier keinen Endboss-Fight gibt. Stattdessen gibt es hier eine komplett neue Konstruktion. Das gab es bisher in keinem Barry-Modus. Das ist hier einfach am Ende nochmal so ein kleiner Champion. One
gibt, wo man sich hier einfach so drüber kämpfen muss. Das ist ja mal unnormal krass gemacht. Okay, wir springen einmal hier drüber. Und hier oben wartet der Helikopter auf uns. Ladies and Gentlemen, wir haben es geschafft. Hier ist das Ende. Und mit diesem Secret Update wurde einfach mal ein Geheimgang hinzugefügt. Und dieser Geheimeingang macht es einem einfach möglich, zu einem geheimen Barry-Raum zu kommen. Und was sich in diesem Geheimraum befindet, wird mir keiner glauben. Ich kann euch nur so viel verraten. Man kann sich zum Beispiel einfach mal in den XXL Barry Mega-Roboter verwandeln. Und da sind wir im Spiel angekommen. Ja, ich denke, ich brauche jetzt nicht viel zu sagen. Ihr alle kennt diesen Raum mittlerweile. Also ehrlich gesagt, kenne ich diesen Raum auch mittlerweile in- und auswendig. Ansonsten würde ich sagen, fangen wir jetzt auch direkt mal an mit dem... Warte mal, was? Was habe ich denn verpasst? Warum ist hier einfach eine Barry-Skin in die Dump-Toilette? Hä? Ich wusste gar nicht, dass Barry jetzt auch Toiletten verkauft. Okay, wir lassen uns nicht ablenken, Freunde. Barry hat das mit Absicht gemacht. Er will uns nämlich hier nur ablenken, dass wir in seinen Geheimraum einbrechen, aber das werden wir nicht. Denn wir werden jetzt in den Geheimraum einbrechen und ich werde euch auch zeigen, wie ihr alle dahin kommt. Das heißt, wir hoffen mal, dass wir bis dahin nicht sterben, ne? Weil ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich das schon erwähnt habe, aber ganz wichtig schon mal, ihr dürft nicht sterben bis dahin, Leute. Also, solltet ihr auf dem Weg dahin irgendwie sterben, dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Also ihr müsst wirklich schauen, dass ihr First Try durchkommt. Solltet ihr auf dem Weg irgendwie vom Barry geschnappt werden oder irgendwie runterfallen, müsst ihr das Ganze von vorne machen. Das heißt, das ist schon mal ganz wichtig auf jeden Fall. Hätte ich vielleicht ein bisschen früher sagen können. Aber ist mir auch jetzt erst eingefallen. Okay. Ansonsten, jetzt kommt hier dieser Ball gerollt. Wir müssen jetzt einmal hier geradeaus und jetzt sind wir eigentlich auch schon fast da. So, dann laufen wir einmal weiter und es ist wirklich nicht mehr weit entfernt. Es ist gleich hier um die Ecke, Leute. Ich zeig's euch gleich. Wir warten kurz, dann laufen wir einmal hier rüber. Und jetzt kommt der Punkt, Freunde. Jeder normale Spieler, wie auch ich am Anfang, geht ja jetzt hier ganz normal die Treppe hoch, läuft hier hoch, dann ist hier Barry der Ritter. Also der sollte da zumindest sein, da läuft er, ihr seht ihn schon. Aber genau das ist der Fehler, da dürft ihr nicht hin. Sondern Leute, jetzt wird es spannend. Um jetzt zu dem Geheimgang zu kommen, müsst ihr einmal auf den Shop gehen. Denn Freunde, man braucht tatsächlich ein Item, um dahin zu kommen. Und zwar ist das einmal, den habe ich nämlich gerade gar nicht gekauft, sehe ich. Zwar ist das einmal der Gott-Modus. Den müsst ihr euch einmal kaufen, leider. Der kostet sogar 350 Robux. Ist an sich jetzt gar nicht so viel im Vergleich zu anderen Items, aber trotzdem müsst ihr euch das halt kaufen, um dahin zu kommen. Ihr seht, ich habe mir jetzt einmal den Gott-Modus gekauft und das ist tatsächlich sogar das erste Mal. Ich habe den vorher gar nicht gehabt. So, jetzt haben wir unten einmal ein Item bekommen, Gott-Modus. Das können wir einmal ausrüsten, Freunde. Und jetzt seht ihr einfach mal, Freunde, haben wir eine richtig krasse Fähigkeit bekommen. Mein Körper leuchtet jetzt einfach mal so komisch. Ihr seht, ich kann hier richtig schnell laufen. Also schaut euch das mal an, wie schnell wir jetzt einfach laufen können. Oh mein Gott. Wir können jetzt einfach mal die Sprunghöhe verändern. Wir können die Geschwindigkeit noch höher machen. Und dann, ich meine, guckt euch das mal an, wie schnell wir jetzt sind. Also wir sind gefühlt einfach mal so schnell wie Flash, können richtig hoch springen und sind doch einfach unsterblich. Also ihr seht, der Ball hat einfach gar nichts gemacht. Der hat uns einfach beiseite geschoben und nichts ist passiert. Ihr seht, ich stehe einfach hier und ich werde zwar ein bisschen umgeworfen, aber es passiert einfach gar nichts. Also dieser Gott-Modus ist wirklich geisteskrank. Und für was genau wir diesen Gott-Modus jetzt brauchen, zeige ich euch auch genau jetzt einmal. Ich habe einmal wieder alles auf Null gemacht. Und zwar müssen wir jetzt einmal ganz kurz warten, bis der Ball hier runtergerollt kommt. Da ist er einmal. Und jetzt müsst ihr euch beeilen, denn jetzt, wo der Ball gerade runterrollt, müsst ihr einmal hier hoch. Und dann seht ihr schon, ist hier so ein kleiner Spalt, wo wir einmal rein können. Also ihr seht das jetzt hier nochmal. Ihr seht, hier oben kommt der Ball runter immer. Und dann rollt er dahinter. Das ist quasi hier hinten so ein kleines Geheimversteck hinter der letzten Stufe da. Und dann seht ihr schon, befindet sich hier einfach mal eine Leiter. Die klettern wir jetzt auch mal nach oben. Und dann seht ihr schon, Freunde, ist hier einfach mal ein Geheimgang. Also wir befinden uns hier wirklich jetzt ganz oben. Und das ist auch der Grund, weshalb wir diesen Gott-Modus gebraucht haben, damit wir halt hier hochkommen. Weil ich glaube, normal kommt man hier nämlich gar nicht hoch. Aber ja, jetzt wird es spannend, Freunde. Denn ihr seht, wir befinden uns jetzt einfach mal in so einem kompletten Geheimgang. Das ist dieser Gang, von dem ich gesprochen habe. Und da müssen wir jetzt erstmal so einen kleinen Parcours hinter uns bringen. Das können wir einfach ein bisschen einfacher machen. Indem wir hier ein bisschen unsere Gottfähigkeit nutzen, da können wir hier einfach super easy springen und auch schnell rennen. So, dann müssen wir jetzt einmal darüber.
Und dann seht ihr schon einen Pfeil, der zeigt einmal hier nach oben. Das heißt, wir klettern jetzt hier einmal nach oben. Und dann seht ihr da oben auch schon was leuchten, Freunde. Und zwar ist das einfach mal ein Diamant, der da am Leuchten ist. So, Freunde, jetzt wird es wichtig. Denn ihr seht, da ist der Diamant, da bin ich. Ich bin am Leuchten, genauso wie der Diamant. Denn ihr müsst jetzt diesen Diamanten mit der Gottfähigkeit einsammeln. Ich muss aber einmal hier ganz kurz alles auf Null machen, damit wir jetzt hier nicht komplett zur Seite fliegen, in die Lava rein. Weil wenn wir einmal sterben, dann geht das nicht mehr. Habe ich ja schon erwähnt. Deshalb macht am besten alles auf 10 oder so, dass ihr ein bisschen langsamer lauft. Und dann müsst ihr jetzt eigentlich nur noch den Diamanten aufsammeln. Und dann müsstet ihr auch schon in diesen geheimen Raum rein teleportiert werden. Ich würde sagen, Ladies and Gentlemen, seid ihr bereit? Wir sammeln den Diamanten ein. In 3, 2, 1. Und wir sammeln den Diamanten ein. Let's go! Wir sind angekommen. Es hat funktioniert. Ihr seht es schon. Wir befinden uns jetzt hier in irgendeinem komischen Raum. Keine Ahnung. Unter uns ist irgendwie so ein Ventilator. Ich glaube, wir sind von da oben runtergeflogen oder so. So, ihr seht auch, unsere Gottfähigkeit ist weg. Das heißt, es müsste eigentlich alles funktioniert haben. Und jetzt müssen wir eigentlich nichts weitermachen, als einmal diesen Geheimgang hier zu folgen. Ihr seht nämlich, wir sind jetzt irgendwie außerhalb des Gefängnisses. Irgendwo in so einem komischen Garten oder so. Sieht auf jeden Fall ganz lustig aus. Aber ich glaube, wir müssen jetzt einmal geradeaus laufen. Denn da vorne müsste sich nämlich schon der Raum befinden. Und damit, Ladies and Gentlemen, begrüße ich euch zum neuen Secret Update. Ihr seht es schon, wir befinden uns hier in einem komplett geheimen Barry-Raum. Ihr seht auch, da oben ist einfach mal so ein Barry-Graffiti. Und hier stehen schon einige Charaktere, in die wir uns gleich alle verwandeln können. Also ihr seht, es ist wirklich komplett geisteskrank. Also ich glaube, es gibt kein Barry-Monster, was es hier nicht gibt. Wir haben hier zum Beispiel einfach mal den Babykoch Barry, dann den Osterhasen Barry, dann haben wir hier den Koch Barry, den stinkenden Koch Barry, wir haben einfach mal Orange aus Rainbow Friends, dann Mr. Stinky Prisoner, ihr seht es, Freunde, der Mr. Stinky. Ansonsten, Freunde, bevor ich jetzt in den anderen Raum gehe und mich dann in den XXL Barry Roboter verwandle, morphen wir uns jetzt erstmal in den Barry Chef Koch. Boom, Freunde, da sind wir. Ihr seht es, einfach mal der Barry Chef Koch. Wir haben uns jetzt einfach mal in den Barry Chef Koch verwandelt. Übel cool. Jetzt können wir hier alle Spieler einfach mal mit der Bratpfanne verhauen. So ein Ding ist das. Ja, ansonsten seht ihr schon, hier sind noch ganz viele andere Barrys. Wir haben hier zum Beispiel einfach mal den Larry Barry. Wir haben Mädchen Barry. Boah, der sieht auch krass aus. Boom, ihr seht, in den habe ich mich jetzt einfach auch mal verwandelt. Wir sind jetzt einfach das Barry-Mädchen. Digga, was geht denn hier ab, Freunde? Einfach das Barry-Mädchen. So, ansonsten, Freunde, ich weiß, ihr alle wartet drauf. Ich zeige euch gleich den XXL Barry-Roboter. Aber bevor wir das machen, müssen wir erstmal in den nächsten Raum. Denn hier befindet sich auch noch sehr, sehr nice Monster. Wir haben hier nämlich einfach mal den Baby-Polizisten Barry. Wir haben den Barry-Rainbow-Friend, also wirklich komplett geisteskranke Barry-Monster. Ansonsten seht ihr auch, wir sind hier in den Zellenräumen, wo eventuell auch gleich die ein oder anderen Spieler sein könnten. Ihr seht, hier ist diese Leiter, die man braucht, um hier zu entkommen. Wir können vielleicht kurz warten, bis ein Spieler kommt, um ihn dann gleich komplett zu vermöbeln und wieder einzusperren. Aber ich denke, hier alle wartet auf den XXL Barry Roboter. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal zur Halle, Freunde. Denn da befinden sich wirklich noch sehr, sehr viele weitere Barry-Monster. Unter anderem ja auch der XXL Barry Roboter. Dafür müssen wir einmal wieder hier raus. Und dann müssen wir einmal auf den Hof. Der ist nämlich hier draußen. Ihr seht schon, das Ganze ist geöffnet. Und oh mein Gott. Freunde, was geht hier ab? Habt ihr das schon mal gesehen? Holy moly. Was ist das denn bitteschön für ein geiles Secret Update? Wir befinden uns hier draußen. Und hier gibt es einfach mal unzählige Barry Monster, in die wir uns verwandeln können. Also ihr seht es hier vom fetten Barry bis zum Baby Barry. Dann wir haben Frau Stinky. Wir haben den bösen Dungeon Barry. Wir haben verrückten Barry. Baby Bobby. Wir haben Mr. Pickles. Dann den schnellen Chefkoch mit dem Rollator. Dann haben wir hier nochmal das dünne Barry Mädchen. Den Barry Hund. Dann einfach mal Naruto Barry. Die haben auch richtig krasse Fähigkeiten. Sommer Barry. Mutanten Barry mit zwei Köpfen. Dann Wednesday Barry. Hacker Barry. Weihnachts Barry. Magic Barry. Zoon Barry. Geschäftsmann Barry, süßes Barry, Zwillings Barry, Barrys
Mutter? Warte mal, das ist Barrys Mutter, okay. Dann wir haben die Schrittmama, den Clown Barry, Summer Barry, Oma Barry, Teen Barry. Und da, meine Freunde, ist der XXL Barry Roboter. Ihr seht ihn alle, er befindet sich direkt vor uns. Und ich denke, ihr alle habt jetzt lang genug drauf gewartet. Es ist an der Zeit, sich in den XXL Barry Roboter zu verwandeln. Seid ihr bereit, Freunde? Wir verwandeln uns in 3, 2, 1, let's go! Und bumm, Freunde, da sind wir! Oh mein Gott, guckt euch das an! Wir sind einfach mal der XXL Barry Roboter! Alter, was geht hier ab, Leute? Ist das nicht geisteskrank? Hier einfach mit den 2 Miniguns. Digga, oben sitzt einfach mal Baby Barry drin, wie lustig. Und allein diese Füße, guckt euch das an, Leute. Was ist das? Digga, wie krass ist das bitte, Leute? Dieses Update ist einfach mal geistesgestört. Allein wie groß dieser Barry ist, wir kommen einfach nicht mehr hier rein, ihr seht. Ey, ich hätte jetzt so Lust, damit ein paar Spieler abzuballern, Freunde. Heute ist es wieder mal an der Zeit für einen neuen Gefängnisausbruch. Aber Leute, wir werden heute nicht aus irgendeinem Gefängnis ausbrechen, sondern einfach mal aus dem Barry.exe-Gefängnis. Und bevor ihr euch jetzt fragt, wer ist Barry.exe? Es ist eigentlich ganz einfach. Und zwar ist es Barry. Nur in sehr, sehr böse. Also ich kann euch mal ganz kurz zeigen, wie er aussieht. Und ich glaube, man kann schon erkennen, dass er nicht nett ist. Das heißt, das heutige Roblox-Video könnte sogar vielleicht ein bisschen gruselig werden. Deshalb versteckt euch lieber unter eurer Bettdecke. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir auch direkt rein ins Video. Lasst ihr mal einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Vielleicht schaffen wir 10.000 Likes auf dieses Video. Also, smash den Like-Button. Und jetzt würde ich sagen, ganz viel Spaß mit der heutigen Folge Roblox. Okay, Freunde, here we go. Wir sind in Roblox angekommen. Ihr könnt es schon im Hintergrund sehen. Oh mein Gott, ich habe richtig Angst. Das ist einfach mal Barry.exe und er sieht absolut nicht nett aus. Also, er hat da einfach so einen Hammer in der Hand und irgendwie hat er auch überall Blut an sich kleben. Ich will nicht wissen, was er mit diesem Hammer gemacht hat. Aber Leute, ihr seht es im Hintergrund. Ich bin wieder eingesperrt und das müssen wir ändern. Deshalb lasst uns starten. Wir brechen aus. Okay, Leute. Wir haben auf Start gedrückt. Wir sind jetzt hier wieder in der Zelle angekommen. Ihr seht, Teddy ist auch wieder am Start. Schon mal ein gutes Zeichen, dass er wenigstens überlebt hat. Aber warum ist hier in der Zelle alles so blutverschmiert? Ah, da ist einfach Blut in der Zelle. Was? Was hast du getan? Barry. Freunde. Wo bin ich hier gelandet? Guckt euch das an. Da vorne ist einfach mal Barry.exe. Er läuft da rum mit seinem Hammer in der Hand. Und er hat auch so rote Augen. Habt ihr das gesehen? Schaut ganz genau hin. Oh, er darf mich nicht sehen. Ich verstecke mich lieber. Leute, wir wissen nicht, zu was dieser Barry heute fähig ist. Deshalb lasst uns lieber schauen, dass wir schnell hier ausbrechen, weil ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist, aber Barry hat bisher noch nicht gefurzt. Und das ist meiner Meinung nach kein gutes Zeichen. Deshalb brechen wir jetzt lieber schnell hier aus. Und das ist auch ein bisschen eklig, dass hier einfach überall Blut hängt. Was ist das? Okay, Freunde. Es geht in den Lüftungsschacht. Und der ist diesmal besonders dunkel und ich mag keine Lüftungsschächte. Aber okay, wir müssen da durch, Freunde. Wir haben keine andere Wahl. Wir gucken, dass wir hier schnell durchkommen. Okay, wir sind hier im Lüftungsraum angekommen. Und ich weiß nicht, was das ist. Es sieht alles ein wenig merkwürdig aus. Und ihr seht, der hat doch überall so Laser platziert. Das ist auf jeden Fall schwieriger als das normale Barry-Gefängnis. Und hier ist schon wieder überall Blut. Ey, ich kann das nicht. Also ganz wichtig für euch, bitte macht das nicht nach, Leute. Ich wäre gerade fast in eine Mine reingelaufen. Die ist einfach direkt vor mir. Also ihr seht, hiermit ist nicht zu spaßen. Der hat hier einfach so Minen platziert, der 31er. Also ich nehme an, dass wir die nicht berühren dürfen. Deswegen springen wir da lieber mal drüber. Okay, ihr seht, wir sind oben angekommen. Und da unten sind einfach mal so Laser-Spikes. Also der hat wirklich komplett übertrieben. Und ihr seht auch, diese Teile bleiben nicht oben, sondern die bewegen sich immer. Wir müssen hier also ganz gekonnt immer von Teil zu Teil springen. Oh mein Gott, das ist gar nicht so einfach. Aber okay. Leute, wir haben es geschafft. Wir müssen uns kurz beruhigen, ne? Weil wir sind gleich unten im Zellenraum angekommen.
Davor müssen wir aber nochmal durch diesen Laser durch. Digga, was ist das? Der hat einfach so eine Lasertür hier. Wir müssen da jetzt irgendwie durchkommen, ohne zu sterben. Das sieht auch ein bisschen kompliziert aus, aber wir haben es geschafft. Oh mein Gott, okay. Aber jetzt, Leute, müssen wir alle unsere Nerven zusammennehmen, denn es geht nach unten zu den Zellenräumen. Und ihr wisst, wer sich hier befindet. Wir müssen uns beruhigen. Wir gucken erstmal ganz langsam um die Ecke, Freunde. Oh mein Gott, da ist Barry.exe. Er hat sich am Po gekratzt, aber er hat nicht gefurzt. Das ist ja ungewöhnlich für Barry. Okay, wir warten noch mal. Er hat gefurzt. Okay, eine gewisse Ähnlichkeit zu Barry scheint doch da zu sein. Wir müssen warten, bis er nochmal gegen die Wand hinten guckt. Und dann werden wir ganz gekonnt loslaufen. Wir müssen das heute wirklich ganz gekonnt machen. Weil wir haben sie mit einer ganz üblen Person zu tun. Okay, 1, 2, 3. Jetzt, Leute. Wir müssen um unser Leben rennen. Er hat uns gesehen. Das war's. Oh mein Gott, warum ist er so schnell? Warum ist er so schnell? Er ist viel schneller als eine normale Barry. Ich will mich nicht umdrehen. Ich will einfach nach oben laufen. Rennen, bitte. Er ist direkt hinter uns. Gott. Junge, das war so übertrieben knapp. Habt ihr gesehen, wie schnell der ist? Also ich sag ja, dieser Barry.exe ist geisteskrank. Habt ihr gesehen, wie schnell der gerannt ist? Der ist am Ende auch so gesprungen irgendwie. Und hier dreht sich einfach mal so ein riesen Laserpropeller. Das ist eigentlich auch nicht normal. Davon dürfen wir also auch nicht getroffen werden. Sonst landen wir wieder unten, Freunde. Oh mein Gott, das ist gar nicht so einfach. Nein, wir sind wieder unten angekommen, weil ich diesen Laser berührt habe. Das heißt, wir müssen noch ein zweites Mal an Barry.exe vorbei. Bitte nicht. Ich werde mich nicht umdrehen, Freunde. Ich werde mich nicht umdrehen. Ich werde einfach rennen. Einfach rennen. Einfach rennen. Und springen. Lol, Barry, was machst du denn da unten? Ich glaube, da war ein Kaugummi, wo er draufgetreten ist. Ich glaube, der hängt fest oder so. Okay, Freunde, jetzt zum dritten Mal. Wir sind endlich oben angekommen. Ich habe noch nie so viele Versuche dafür gebraucht, ey. Und warum ist dieser Lüftungsschacht hier so vergammelt? Ey, das gefällt mir gar nicht. Es geht jetzt runter zu den Toiletten, Leute. Und ich habe Angst, dass uns da irgendwas Böses erwartet. Okay, wir schauen uns das an. Die Toiletten sehen bisher eigentlich ganz normal aus. Okay, ich habe nichts gesagt. Hier ist überall Blut. Wir beachten das nicht, Freunde. Digga, warum ist denn da überall Blut? Warum, Barry? Was hast du denn getan? Okay, Leute. Wir werden jetzt ganz genau diese Toiletten einmal beobachten und schauen, was sich darin befindet. Eine komplett schwarze Toilette. Okay. Eine stinkende Toilette voller Blut. Eine weitere stinkende Toilette und hier müsste der Ausgang sein und der ist auch voller Blut, Leute. Egal, wo wir sind, alles ist immer voller Blut, ey. Ich weiß nicht, was dieser Barry.exe gemacht hat, aber es scheint nicht gut gewesen zu sein. Wir werden uns jetzt hier einfach mal nach unten buddeln, in der Hoffnung, dass wir dann irgendwann den Ausgang hier finden und hier rauskommen. Was ist das denn? Okay, also ihr seht, wir sind wieder unten in der Höhle angekommen. Aber auch hier ist wieder alles mit Blut verschmiert. Dann ist hier unten einfach mal Lava und darauf sind einfach mal so rote Steine. Also so rote Steine hatten wir auch noch nicht. Dann ist auch überall wieder Blut hier. Ey, ich kann das nicht mehr. Das kann doch nicht sein, dass hier überall Blut ist, Bro. Okay, Leute, egal, wir müssen hier durch. Wir haben keine andere Wahl. Auch hier, wir ignorieren das Blut jetzt einfach. Und warte mal, hier kommt einfach so Lava hochgesprungen. What? Okay, das ist eigentlich auch nicht normal. Wir beeilen uns. Oh. Nein! Eine Ewigkeit später. Jetzt, Freunde, wir haben es endlich geschafft. Ich bin drüber angekommen und hier ist auch wieder Blut, aber egal. Wir müssen jetzt hier in den Gang rein und warte mal, was ist das denn? Leute, seht ihr das? Hier sind einfach mal so Spikes, die aus der Seite rausgefahren kommen. Ey, dieser Barry.exe meint's wirklich ernst, Leute. Okay, wir müssen jetzt gucken, dass wir irgendwie hier durchkommen, ohne davon aufgespießt zu werden. Okay, bei 3. 1, 2, 3, jetzt! Oh, okay, Leute, wir haben es geschafft. Die erste Stufe haben wir, jetzt fehlt die zweite Stufe. Okay, wieder bei 3. 1, 2, 3, jetzt! Wow! Okay, wir haben es geschafft. Wir sind im Gang des rollenden Steins angekommen und der kommt wieder mit ganz viel Schwung runtergekullert. Das heißt, wir müssen uns wieder
Hier in den Rinnen verstecken. Und natürlich ist auch hier wieder Blut. War ja klar. Okay, wir warten jetzt, bis der Ball vorbeigerollt kommt. Und dann rennen wir schnell rüber zur nächsten Stufe. Was wir auch gleich mal schauen werden, ist, ob dieser Barry.exe auch einen Geheimgang hat, Leute. Das heißt, wir rennen einmal hier hin. Und wenn ich das richtig sehe, scheint es da hinten wirklich auch einen Geheimgang zu geben. Das heißt, wie immer, gehen wir einmal in den Shop rein, Leute. Und dann kaufen wir uns auch hier einmal ganz kurz den Gottmodus. Einmal hier für 350 Robux. Okay, Leute, ihr könnt es sehen. Ich habe mir einmal den Gottmod gekauft. Ich würde sagen, den aktivieren wir auch einmal in 3, 2, 1 und bam, Freunde. Wir haben den Gottmod aktiviert. So, und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal, Leute, ob wir mit diesem Gottmodus dann auch da in den geheimen Barry.exe-Raum kommen. Ihr seht, ich habe den Gottmodus aktiviert. Wir sind wieder super schnell und sind vor allem auch unsterblich. Und wir können besonders hoch springen. Deshalb, ihr seht, hier ist wieder eine Lücke mit einer Leiter. Ich würde sagen, wir springen da einmal rein. Und jetzt seht ihr schon, es gibt anscheinend wirklich einen geheimen Barry.exe-Raum. Wir klettern mal nach oben und schauen mal, was sich da jetzt versteckt. Okay, ihr seht, wie immer, es gibt einen Geheimraum. Und da hinten befindet sich wieder ein geheimer Diamant, Freunde. Ich würde sagen, wir nähern uns mal dem Diamanten, ne? Und schauen mal, ob wir auch wieder in einen geheimen Barry-VIP-Raum kommen, wenn wir diesen Diamanten einsammeln. Ich würde sagen, wir sammeln den Diamanten ein. In 3, 2, 1 und let's go! Okay, Freunde, ich bin ins Portal rein. Nein, warte mal. Was? Nein, warte. Wir sind in keinem VIP-Raum. Wir sind zurück in der Zelle. Oh mein Gott. Okay, Leute, ich bin wieder hier angekommen. Und ja, ich kann euch sagen, geht hier im Barry.exe-Gefängnis, nicht in den Geheimraum. Ich würde sagen, wir machen weiter und klettern einmal hier die Leiter nach oben. Und was erwartet uns hier? Was ist das denn? Ich glaube, das sieht aus wie eine Barry.exe-Frau. Wir sollten lieber schnell rennen. Oh mein Gott, sie ist förmlich in mir. Ich sehe sie schon. Oh mein Gott, renn schneller. Renn. Oh, wir müssen hier hoch. Oh. Ah, warte mal, da kommt irgendwas von oben runtergerollt. Der Ball kommt einfach runtergerollt. Okay, ihr seht, wir sollten uns beeilen beim Hochklettern, Leute. Da kommt schon wieder ein Ball gerollt. Egal, wir verstecken uns an der Seite. Und es geht weiter nach oben, Leute. Wir rennen. Immer schneller, Wir sind oben angekommen. Und schlechte Neuigkeiten. Es ist wieder Blut zu sehen, Freunde. Und das ist kein gutes Zeichen. Ich habe langsam das Gefühl, das ist irgendwie so eine Spur. Und wir müssen dieser Spur folgen, weil irgendwas muss das ja bedeuten. Und warum ist... Lol? Normalerweise muss ich das hier umlegen, das geht nicht. Ich muss hier hochklettern. Irgendwas stimmt hier nicht, Leute. Irgendwas stimmt hier nicht. Normalerweise... bin hier hochgefahren. Ich muss aber klettern. Okay, ich bin oben angekommen, Freunde. Wir sind in der Cafeteria und auch hier ist wieder alles blutüberströmt. Ihr wisst, wir gönnen uns wieder unsere tägliche Dosis Energy. Einmal kluck, 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 kluck. Und jetzt speedrun wir einmal hier drüber und ich kann's schon sehen. Schaut mal. Wir sind einfach mal so Laser wieder. Ey, oh mein Gott, es ist echt nicht einfach. Dieses Barry.exe-Gefängnis scheint wirklich besonders schwer zu sein. Aber wir sind bisher gut durchgekommen, sage ich euch. Aber warte mal, was ist das denn jetzt? Lol, das sind so Lasertüren, wo man durch muss. Digga, und da ist wieder Blut. Okay, ich verstehe. Aber okay, Leute, wir sind nicht mehr weit vom Ziel entfernt. Ich bin mal extrem gespannt auf den Endbosskampf, ob wir gegen einen richtig großen XXL Barry.exe kämpfen werden oder was genau uns dann erwartet. Okay, wir sind im Storage Room. Müssen wir hier unsere Leiter holen? Ja, müssen wir. Auch hier ist wieder alles voll mit Blut. Ey, Leute, ich weiß langsam nicht mehr. Warte mal, ich kann die Leiter nicht tragen. Hey, ich kann sie nicht tragen. Okay, irgendwas stimmt hier wieder nicht, Freunde. Irgendwas stimmt nicht. Okay, warte mal, lol. Hier geht die Leiter schon bis runter, okay. Irgendwas ist hier echt ganz merkwürdig, Freunde. Das Ding war schon unten. Das heißt, es muss schon jemand hier gewesen sein. Das macht mir langsam alles ein bisschen Angst, ja. Okay, warte mal, wir sind im Ventilatorenraum. Und oh mein Gott, hier kommt so ein Laserteil. Was?
Okay, das ist ein bisschen krass. Oh, das bin ich echt nicht gewohnt. Oha, was? Leute, das ist absolut schwer. Was ist das? Okay, aber wir haben es geschafft. Bruder, was ist das für ein Gefängnis? Ey, dieses Barry.exe-Gefängnis ist geisteskrank. Und... warum? Und wo kommt denn das ganze Blut, Mann? Das gibt's doch nicht. Okay, und warte mal. Hier kommen irgendwelche Kugeln von oben runtergerollt, Bro. Was? Lol? Okay, Freunde. Wir müssen aufpassen. Anscheinend kommen hier Kugeln von der Decke gefallen. Auch mal was Neues. Aber egal, wir haben es geschafft. Okay, wir sind hier angekommen. Ihr wisst, ich mache diese Ventile nicht zu. Und deshalb würde ich sagen, ist es wieder mal an der Zeit, dass wir unseren Gottmodus aktivieren und einfach mal direkt nach oben jumpen. So, einmal dahin bitte, dann einmal bitte hier rüber und einmal in den Lüftungsschacht rein, Bruder. Guckt euch an, wie schnell wir sind. Oh mein Gott. Leute, guckt euch das an, wie schnell man damit ist. Das ist abnormal. Oh mein Gott. Okay, wir sind jetzt hier oben angekommen. Wir sind wirklich nicht mehr weit vom Ziel entfernt. Hier sind auch so Laser. Und da ist wieder ganz viel Blut, Freunde. Wir müssen einmal hier hoch in den Schacht rein. Wir haben es geschafft. Aber auch hier ist wieder alles voll mit Blut. Hey, warum? Warum ist da alles voll mit Blut? Junge, was hat Barry.exe den Leuten hier angetan? Das ist ja nicht mal normal. Okay, wir sind in der Cafeteria angekommen. Der komplette Boden ist blutüberströmt und das ist einfach mal ein komischer Mann mit einer Bratpfanne. Der sieht ein bisschen gruselig aus. Wir holen uns lieber mal die Bazooka, die auch einfach blutüberströmt ist. Wer hätte das gedacht? Und jetzt würde ich sagen, machen wir diesen Typen erstmal fertig, Junge. Ey, der wirft Tomaten auf mich. Hallo. Ey, hör mal auf damit, Junge. Ich bin schnell wie Flash. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns später wieder, ne? Und jetzt kommt der Mega-Jump, Freunde. Ihr kennt ihn. Boing, 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 boing. Whoa. Oh mein Gott. Hallo. Ey, ich will nicht runterfallen. Okay, aber wir haben es geschafft. Wir sind dem gruseligen Chefkoch Barry, beziehungsweise dem Chefkoch Barry.exe entkommen. Das heißt, Leute, wir sind ganz kurz vorm Ende. Ey, ich bin so gespannt auf den Endbosskampf, was uns da erwarten wird. Ich habe echt ein bisschen Schiss, dass er so ein richtig fetter Barry.exe ist. Exit. Ja, wir sind gleich am Ende und natürlich ist auch hier wieder Blut, Freunde. Oh, oh mein Gott, was sind das denn für Laser, Bro? Leute, hier sind so richtig schwere Laser. Oh mein Gott, wir dürfen nicht berühren, nicht berühren, nicht berühren, nicht berühren, nicht berühren. Aber okay, wir haben es gleich geschafft, Freunde. So schwer war es eigentlich doch nicht. Wir sind gleich oben angekommen. Ey, Leute, wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Oh mein Gott, Freunde, wir haben es gleich. Und dann sind wir angekommen am Ende, Leute. Macht euch auf was gefasst. Ich würde sagen, wir gehen nach draußen. In 3, 2, 1. Let's go! Oh, oh, oh mein Gott! Das ist einfach mal der XXL Barry Clown-Roboter. Oh mein Gott, ist der riesig. Renn. Komm schon, hoch aufs Dach. Leute, was ist das? Komm her, Barry Clown Roboter. Wir machen dich fertig. Ausgewichen, jetzt nochmal, komm schon. Okay, die erste Minigun haben wir kaputt geschossen, Leute. Digga, guckt euch diesen Horrorclown an. Einfach ein Barry.exe Horrorclown. Oh mein Gott. Aber wir haben ihn zerstört. Bam. Ladies and Gentlemen, ich glaube, wir haben es geschafft. Und dann würde ich sagen, fahren wir einmal los. Es geht ab in die Freiheit. Oh mein Gott, wir haben es geschafft, Leute. Wir sind einfach mal aus dem Barry.exe Gefängnis ausgebrochen. Ne? Wir haben es tatsächlich einigermaßen gut hier rausgeschafft. Aber ich muss sagen, es war schon ein bisschen gruselig mit den ganzen Blutspuren. Und am Ende dieser XXL Horrorclown. Wir werden heute einfach mal einen geheimen Barry Prison Modus spielen. Und an alle da draußen, die Barry noch nicht kennen, ich fasse kurz für euch zusammen. Er ist ein dicker Gefängniswärter. Der oft pupst. Ich meine, ich bin mittlerweile schon zweimal aus seinem normalen Gefängnis ausgebrochen. Aber ich sage euch ehrlich, langsam wird es ein bisschen langweilig. Und deshalb, Leute, werden wir heute aus dem geheimen Barry-Gefängnis ausbrechen. Schaut euch das Video unbedingt bis zum Ende an. Denn ich bin mir ziemlich sicher, keiner von euch kennt diesen geheimen Barry-Modus. Damit, Leute, herzlich willkommen zum heutigen Roblox-Video. Und ja, ich hab gesagt, heute spielen wir einen geheimen Barry-Modus und... Also...
Also ihr merkt schon, Leute, das heutige Video könnte ein bisschen verstörend sein, denn ich nehme an, keiner von euch kennt diesen Barry-Modus. Falls doch, schreibt es mal in die Kommentare, aber ich habe auch gehört, dass dieses Gefängnis sogar sicherer sein soll als von dem originalen Barry. Also das ist der originale Barry, aber ich meine halt das normale Gefängnis und das Gefängnis ist irgendwie nicht so normal. Also, ja, ist aber auch egal. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt gemeinsam da auszubrechen, in der Hoffnung, dass wir nicht wieder vollgefurzt werden. Okay, Leute, ich glaube, da sind wir auch und... was zum... Wow! Warte mal, hier ist einfach Baby Mario und einfach nochmal Barry heißt Luigi. Und da ist Barry. Warte mal, hat der sich gerade am Po gekratzt? Sieh, der kratzt sich am Po! Aber bisher hat er nicht gefurzt, das ist gut. Oh? Ihr merkt schon, es sind einige Sachen anders als sonst. Das ist sehr ungewöhnlich, dass Barry mal nicht furzt. Aber er hat sich am Po gekratzt. Das ist fast das Gleiche. Aber okay, ich würde sagen, wir schauen mal weiter. Also wir sind auf jeden Fall hier wieder in so einem Gefängnis. Was geht denn bei dir, Bruder? Also ich glaube, dein Internet ist nicht das, warum hast du einen Fisch auf dem Kopf, Bro? Seife? Seife? Was ist Seife? Aber okay, ihr seht, an sich ist es aufgebaut wie das normale Barry. Sieht alles ein bisschen anders aus, aber das soll uns nicht davon abhalten, hier auszubrechen. Wir öffnen diese Tür. Also, oh, ich habe sie geöffnet. Und da ist wieder ein Lüftungsschacht. Ihr wisst, ich mag das nicht so, Lüftungsschacht und so. Wir sind keine Freunde. Warum liegt da ein Burger? Das Gefängnis ist auf jeden Fall anders als das normale Barry. Wow! Warte mal, war da gerade ein riesen XXL-Barry in der Wand? Mein, was zur Hölle geht hier vor sich? Wir müssen erstmal diese Tür aufbekommen und oh mein Gott. Da hinten steckt einfach Barry in der Wand. Aber warte mal, wir müssen das alles ganz genau betrachten. Das ist nicht irgendein Barry, das ist der normale Barry. So wie es aussieht, ist das gar nicht der normale Barry gewesen. Das ist ein anderer Barry. Es gibt zwei Barrys? Okay, anscheinend müssen wir auch noch Mythen testen und... Ich sehe, man kann auch wieder die ein oder anderen Sachen kaufen. Das ist doch super. Ich liebe es, Sachen zu kaufen. Oh, man kann hier wieder... Oh! Oh! Wow! Wow! Okay, ihr seht, wir haben auf jeden Fall wieder die ein oder anderen Superkräfte, mit denen wir dann Barry eventuell wieder ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen ärgern können und... Warum zur Hölle ist da ein Luigi Barry? Was geht denn da ab? Hä? Ich verstehe diesen Modus nicht. Ich sag ja, Leute, irgendwas ist ganz komisch bei diesem Ausbruch hier, aber ich glaube, ich habe viel zu viel gelabert. Wir sollten, wir sollten weiterlaufen. Aber ich glaube, jetzt wisst ihr alle schon mal ungefähr, was hier vor sich geht. Und warte mal. Wow! Oh mein Gott. Dieser Barry hat hier einfach Minen gelegt. Okay. Ihr seht schon. Ich sag ja, der Ausbruch heute ist schwerer als sonst. Wir dürfen auf keinen Fall diese Minen berühren. Und oh mein Gott. Luigi Barry kommt schon wieder. Ich sag ja, dieser Barry-Modus ist ganz merkwürdig hier, Freunde. Irgendwas ist, oh. Also das wollte ich jetzt eigentlich, Warum fliegen die alle runter, hä? Also, okay, diese Teile... Normalerweise fahren die nicht nach unten und oben. Normalerweise bleiben die oben. Und hier sind noch irgendwelche komischen Stacheln, Mann. Wir sollten uns hier lieber anscheinend beeilen. Aber okay, alle guten Dinge sind drei. Pekka. Es ist jedes Mal das Gleiche. Diese Ausbrüche hier bringen mich immer zum Ausrasten. Ich will irgendwas kaputt machen. Digga, wie schwer ist denn dieser Ausbruch? Man muss das hier ganz gezielt machen. Oh mein Gott, ist das schwer. Holy moly. Oh, wir haben's. Also, wir haben 10% vielleicht. Aber okay, wir lassen uns nicht ablenken. Ich bin Sammy, lauf weiter. Wir müssen auf jeden Fall... Oh nein. Nein. Leute, wir sind wieder... am schwierigsten Part angekommen, sage ich mal. Also, wir sind gerade von hier oben runtergefallen. Und jetzt sind wir hier in dieser komischen Cafeteria. Aber ihr seht, die sieht nicht wie sonst aus. Also, hier sind überall so Puzzleteile. Da sitzt irgendwie so ein Barry-Pirat mit zwei Köpfen. Ich weiß nicht, was der da macht. Also, wir können ihn fragen, aber ja. Und ansonsten glaube ich... Ist da vorne Barry? Aber nicht der normale Barry, sondern der Super Mario Barry, der sich am Po kratzt. Ich würde sagen, wir müssen angreifen. Oh, oh nein, er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Knopf drücken, drück ihn. Oh, Barry, wir können über alles reden, Barry. Oh, Barry, beruhig dich. Oh, renn um dein Leben. Oh,
Superman? Spider-Man? Warte mal, was? Hast du gedacht, Barry? Ihr seht, in diesem geheimen Barry-Run gibt es richtig viele Geheimnisse oder so Easter Eggs. Also ich meine, da war einfach Spider-Man und Superman. Leute, schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Aber ich sage euch ehrlich, der Barry-Run hier ist übel cool gemacht. Also dieser Gefängnisausbruch hier. Da laufen wir immer so über so Bleistifte drüber. Also wir lassen das einfach mal unkommentiert. Wir laufen einfach in den nächsten Lüftungsschacht in der Hoffnung, dass... Dass hier jetzt... Warum ist da alles voller Käse? Also warum ist hier Käse? Und warum ist da ein Käseberry? Okay, also, ihr seht, wir sind im Klo. Wie normalerweise auch, aber das Klo ist voller Käse. Und warum ist da ein Sonicberry? Was passiert hier? Oh mein Gott, aber da ist der Ausgang. Es einfach. Wir gehen einfach hier lang und versuchen auszubrechen. Den Rest lassen wir einfach so stehen. Also, da sitzt ein Baby-Superman im Klo. Also, egal. Wir buddeln uns nach unten. 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7. Ausbruch! Irgendwie macht das alles keinen Sinn. Ich meine, Freunde, hier sind einfach so Autos. Und da ist so ein Barry mit 2 Köpfen als Krankenschwester. Also ich sag ja, dieser geheime Barry Run hier, der ist ein bisschen merkwürdig. Ein bisschen sehr merkwürdig, aber egal. Wir lassen uns nichts anmerken, wir brechen einfach raus. Bin auch extrem gespannt auf den Endboss-Kampf am Ende, ihr wisst. Am Ende gibt es immer so einen Endboss-Kampf. Am Ende gibt es immer so einen Endboss... Warum? Am Ende gibt es immer so einen Endboss-Kampf. Aber warte mal, wie soll das denn jetzt gehen? Also schnell drauf springen. Au! Ja, das war's dann auch mit dir. Dieser Barry Run, ich weiß nicht, was mit mir macht, aber irgendwas, das macht irgendwas in meinem Kopf. Ich kann auch nicht sagen, ob es gut ist, aber irgendwas macht das mit mir. Warte mal, das sind so Spikes, davon sollten wir uns nicht treffen lassen. Aber wir haben es geschafft. Und normalerweise, wenn ich nicht falsch liege, müsste jetzt hier mal so eine... Warum hängt da einfach... Wir lassen das so stehen. Freunde, mal ehrlich, was passiert hier? Was ist das für ein Gefängnisausbruch? Aber ich sage euch ehrlich, ich finde es ehrlich gesagt viel... Warum ist da ein Ninja-Turtle? Und warum bin ich Warum bin ich denn jetzt gestorben? Okay, wir laufen weiter. Und wir begeben uns an die Leiter. Die Frage ist, was erwartet uns jetzt... Amy Sch... okay, wir lassen das mal so. Warte, was? Baby, Barry, was machst du denn hier? Renn um dein Leben. Leute, was denn? Ich kann das alles nicht mehr. Was passiert hier? Warum verfolgt mich gerade ein Baby Barry? Wir müssen das umlegen. Okay, Baby Barry, wir können über alles reden. Renn. Oh mein Gott, war das knapp. Jetzt renn, bleib nicht stehen. Renn. Oh nein, warte mal, wir müssen hier rein. Das geht nicht. Wir müssen ihn irgendwie umlegen. Warte mal, wir müssen ihn durch diese Bärenfallen locken. Kann das sein? Was müssen wir machen? Was müssen wir machen? Baby Barry, geh weg. Was muss ich machen? Ah, wir müssen das dreimal kurbeln. Ach so. Jetzt ist es auf. Renn. Und warum ist da eine Kugel? Renn schneller. Mach irgendwas. Okay, wir laufen. Wir rennen. Kommt da irgendwas von oben runter? Nee, oder? Ah doch. Okay. Oh. Ich kann das alles nicht mehr. Baby Barry, ich muss nochmal an dir vorbei, ja? Ich danke dir. Auf Wiedersehen. Okay, wir gehen das jetzt ganz anders an. Ich glaube, wir müssen nochmal ganz nach oben rennen. Wartet. Hier. Ich glaube hier. Und hier jetzt an die Seite. Ganz an die Seite. Also. Oh. Oh, ja, jetzt, renn schneller, ja, renn da rein, renn, oh, wir haben's, ja, ab nach oben, okay, Ladies and Gentlemen, wir sind weiter.
Wir lassen das unkommentiert. Ich möchte nur einen Energy Drink, ja? Okay, ihr wisst, jetzt heißt es wieder Speedrun. Ich würde behaupten, das ist der einfachste Teil. Bisher sieht es gut aus. Ich frage mich auch irgendwie, warum sieht hier alles so merkwürdig aus? Hier ist einfach so Wasser. Da ist so ein Riesententakel, was aus dem Wasser guckt. Ihr seht schon, der heutige Gefängnisausbruch ist richtig komisch. Okay, wir rennen einfach weiter. Wir rennen einfach weiter. Wir müssen in den Abstellraum. Denn hier brauchen wir diese Leiter, genau. Also ihr seht, es ist an sich alles wie der normale Gefängnisausbruch, nur und unnormal komisch und alles macht irgendwie gar keinen Sinn. Jetzt müssen wir einmal die Leiter hier abstellen. Düdüpp. Einmal nach oben, einmal mit der Tür aufmachen, ja. Einmal aufmachen bitte und dann können wir einmal hier hochklettern. Ihr seht, wir sind weit. Wir sind noch nicht am Ende, aber wir sind weit. Jetzt ist hier dieser komische Ventilator. Hier sollten wir am besten jetzt nicht runterfallen, das endet sonst nicht so gut für uns. Aber okay, wir rennen und rennen und rennen und rennen. Da lang? Und warum kommen da so Kugeln von oben? Ey, hallo? Hallo? Das ist nicht normal. Ich sag ja, das ist schwerer als sonst. Hier kommen so Kugeln einfach gerollt. Hey, bitte. Wir beruhigen uns und sammeln uns und versuchen auszubrechen. Also, das ist der Plan. Ob der Plan aufgeht, ist eine andere Sache. Okay, warte. Diesen Part überspringen wir. Ich werde sicherlich hier nicht jedes Event hier einzeln zumachen. Ich glaube, da wissen wir uns anders zu helfen. Also ich kann das erklären. So, jetzt nehmen wir uns den Jetpack und machen Abgang. Ja! Ja! Nicht mit mir! Wahrscheinlich werde ich jedes Ventil zumachen. Für wen haltet ihr mich denn? Ich fliege hier einfach mit dem Jetpack durch. Oh Mann, oh Mann. Okay, wir sind weiter. Wir müssen jetzt hier... Oh, oh, oh mein Gott, was passiert denn hier? Warum sind wir gerade in China gelandet? Warum bin ich in China? Also, warum sind hier überall so China-Zäune und so Bäume und... Also, ich verstehe gar nichts. Und jetzt sind wir hier in diesem komischen Raum. Jetzt müssen wir einmal hier hinter in die Luke rein. Ihr wisst, oder ihr merkt, ich kenne mich langsam aus. Nur, dass der Barry Run irgendwie sehr, sehr merkwürdig ist. Und, oh nein. Oh nein. Oh nein, oh nein. Normalerweise wartet hier ja der Cafeteria-Barry auf uns mit seiner komischen Essens-Bazooka und seiner Bratpfanne. Aber irgendwie scheint es hier so als... Was zur Hölle ist das denn? Wer bist du denn? Oh, renn, schneller. Ey, hallo, hallo. Warum hat er ein Eiscreme in der Hand? Wir brauchen die Bazooka. Gib mir die Bazooka. Gib mir die Bazooka. Und jetzt nimm das. Nimm das. Nimm das. Warum bist du so klein? Und warum hast du ein Eis in der Hand? Lass mich leben. Nimm das. Oh mein Gott. Was passiert hier? Was ist das für ein Barry-Gefängnisausbruch? Ich check hier gar nichts mehr. Wir haben ihn gleich. Wir haben ihn gleich. Ja. Wir haben ihn. Und er ist explodiert, also... Ich bin ja gespannt auf den Endbosskampf am Ende. Aber erstmal müssen wir... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Oh! Au. Aua. Okay, ich glaube, das hätten wir auch hinter uns. Jetzt müssen wir hier nur noch nach oben. Und jetzt geht's da nach oben. Und oh mein Gott, stimmt. Hier ist diese komischen Laser. Nicht treffen lassen von den Lasern! Nicht treffen lassen von den Lasern! Nicht treffen lassen von den Lasern! Okay, es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Wir fliegen weiter. Der letzte Laser, das schaffen wir. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Der letzte Laser. Komm schon, ja! Oh mein Gott, wir haben's. Wir haben's. Mr. Beast. Mr. Beast? Was muss... Egal. Wir gehen einfach weiter. Okay, komm schon. Nein, nein, nein. Ich werde nicht diese Bretter holen. Ich werde nicht von den Minen getroffen. Ich nehme jetzt ein Jetpack und ich fliege hier einfach drüber. Okay. Ladies and Gentlemen. Hier ist die Tür der Türen. Dahinter befindet sich der ultimative Endbosskampf gegen den... Super Mario, Barry? Ich würde sagen, lasst doch mal alle einen Daumen nach oben da, wenn wir jetzt den Endbosskampf machen sollen. Ich sag ja, dieser geheime Barry-Modus hat mich komplett auseinandergenommen. Ich würde sagen, ich bin bereit, Barry! Warte mal, warum zur Hölle ist da ein Mädchen? Ein Mädchen, Barry? Ladies and Gentlemen, wir hinterfragen das nicht! Wir greifen an! Oh, nimm das. Barrys Mac-Roboter? Du nimmst das. Leute? Oh! Oh mein Gott, was ist das denn? Junge, was zur Hölle geht denn hier vor? Oh mein Gott, wie viel Oh mein Gott! Hallo! Warum ist die so riesig? Nimm das! Yeah!
Was ist, wenn man zwei der krassesten Roblox-Monster aller Zeiten zu einem Monster kombiniert und man dann vor diesem Monster entkommen muss? Ja, ich sehe, wie es gerade bei euch alle umrattert und ihr überlegt, okay, welches Monster könnte das sein? Ich gebe euch einen Tipp. Das eine Monster lebt hauptsächlich in einer Toilette und das zweite Monster ist dick und furzt gerne. Ja, ich denke, jetzt sollte es bei euch einen Klick gemacht haben. Die Rede ist heute von niemand geringerem als von der Barry Skibbidi-Dop-Toilette. Also, ich weiß auch noch nicht, wie das heute ausgehen soll. Ich meine, das sind einfach die krassesten Roblox-Monster aller Zeiten. Und ob wir es schaffen werden, aus deren Gefängnis auszubrechen, werdet ihr heute sehen. Here we go! Wir sind in Roblox angekommen und nein! Freunde, was soll ich sagen? Nein! Dieser Anblick gerade schockiert mich so, so krass, dass ich einfach die Skibbidi-Dop-Toilette und Barry in einem sehe. Ihr seht es im Hintergrund. Da ist die Barry Skibbidi-Dop-Toilette. Und wenn ihr mal ganz genau hinhört, hört man auch ganz leise einfach den Skibbidi-Dop-Toiletten-Song. Ey, ich kann das alles nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Aber ich glaube, wir müssen da heute durch. Denn ihr seht es schon im Hintergrund. Ich bin wieder mal im Gefängnis. Und wir müssen heute aus diesem Gefängnis ausbrechen. Weshalb ich sagen würde, lasst uns nicht so lang um den heißen Brei reden. Wir gucken mal, was auf uns zukommt. So, okay, ich habe auf Spielen gedrückt. Wir sind in unserer Zelle angekommen und ey, ich weiß nicht, wie oft ich diese Zelle jetzt schon gesehen habe. Langsam kann ich sie auch echt nicht mehr sehen. Und gleich gar nicht, wenn hier die ganze Zeit jemand so komisch am Singen ist. Ey, hör auf damit! Skibbidi-Dop-Barry-Toilette, hört ihr das? Die macht einfach die ganze Zeit so ein Skibbidi-Dop-Toiletten-Sound. Ey, das gibt's nicht. Guckt euch das an, wie die Barry Skibbidi-Dop-Toilette hier einfach rumspringt. Also irgendwie ist das auch ein bisschen gruselig, weil die bewegt sich so ganz komisch. Also das macht mir gerade ehrlich gesagt sogar fast ein bisschen Angst. Deswegen würde ich sagen, gucken wir lieber mal, dass wir schnell hier rauskommen. Und auch wenn es mir leid tut, Teddy, wir haben keinen Platz für dich. Wir müssen dich zurücklassen, Freunde. Alle mal ein RIP für Teddy in die Kommentare. Aber wir können ihn leider nicht mitnehmen. Er passt nicht da oben durch. Teddy, wir sehen uns irgendwann wieder. Falls ich wieder mal hier landen sollte, kann ja an sich nicht lange dauern. Deswegen würde ich sagen, Leute, geht's los. Wir versuchen hier einmal am Rand entlang zu laufen. Und ich hoffe, die Barry-Toilette sieht das jetzt nicht. Nicht, dass sie hier gleich die Gitter hochmacht, hier reinkommt und uns runterspült. Weil das wäre nicht so gut. Deswegen machen wir einmal das Gitter auf. Wir sind wieder in meinem Lieblingslüftungsschacht. Ihr wisst, ich mag das nie. Aber wir müssen hier lang. Okay, jetzt einmal hier das Gitter aufbrechen. Oh, 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 das hat funktioniert. Wir sind unten. Und warte mal, was? Hört ihr das? Die ist auch wieder so komisch am Singen. Warum ist da eine Skibbidi-Dop-Barry-Frau? Oder ein Barry-Baby? Was da aus der Tür rausguckt? Ich glaube, es versteckt sich irgendein Geheimnis hinter dieser Tür. Was wir aber nicht heute lösen werden. Das ist mir ein bisschen zu gruselig gerade, ja? Das heißt, wir lassen uns davon mal gar nicht ablenken und schauen mal, dass wir jetzt irgendwie rauskommen. Ich glaube, wir müssen dafür einmal auf diese Teile. Und oh mein Gott, das ist ja sogar komplett anders als im normalen Barry-Modus. Schaut mal, da kommen so Teile aus der Wand rausgefahren. Oh, komm schon, renn, Lumex. Okay, wir haben es doch geschafft. Diese Teile waren gar nicht mal so einfach, wie sie aussehen. Ich habe echt Angst gehabt, dass wir hier heute runterfallen, weil dann wäre es das echt komplett gewesen. Aber okay, wir sind oben angekommen. Wir drücken einmal auf den Knopf. Ihr seht, jetzt kommt... Sie ist einfach runtergefallen, das war's komplett. Das sollten wir nicht machen, weil das irgendwie der spitze Stacheln, die sollten wir auf jeden Fall nicht berühren. Weshalb wir einfach mal auf ganz entspannt hier langlaufen. Bisher sieht ja alles gut aus, aber ihr wisst, gleich geht's hier runter zu den Zellen. Und ich habe ein bisschen Angst, dass die Barry Skibbidi-Dop-Toilette uns aufessen wird. Es drückt uns mal alle die Daumen, dass sie uns nicht aufisst. Okay, es geht nach unten, wir haben keine andere Wahl. Oh. Oh. Ah, warte mal! Freunde, hier ist einfach ein Camera-Head. Schaut mal. Und da ist die Barry Skibbidi-Dop-Toilette! Ich getrau mich nicht. Ich hab übel Angst. Ich meine, was ist, wenn die uns einfach runterspült? Freunde, wir haben nur eine Wahl. Wir müssen es herausfinden. Jetzt! Jetzt oder nie! Oh! Oh, sie hat mich gesehen! Drück den Knopf! Ah!
Hört ihr auch diesen komischen Sound, den die macht? Renn, renn nach oben. Ey, da sind Kamerads eingesperrt. Guck mal da. Oh mein Gott! Was geht hier vor sich, Freunde? Habt ihr das gesehen? In den Zellen waren einfach Kameras eingesperrt. Oh mein Gott, und warum ist da so ein riesen Pümpel? Aber egal, wir haben es fürs Erste geschafft, der Barrys über die Dorftoilette zu entkommen. Wir dürfen halt hier jetzt nicht runterfallen. Wenn jetzt der Spieler hier hinten ein bisschen blockiert, kann es halt sein, dass wir gleich runterfallen. Das wäre nicht so optimal. Deswegen, wir gucken einfach mal, dass wir hier problemlos durchkommen. Dieses Mal habe ich auch Gott sei Dank nicht vergessen, den Knopf zu drücken. Das wäre es jetzt komplett gewesen. Deshalb würde ich sagen, laufen wir einmal weiter. Ich habe gerade ein bisschen Gedächtnislücken, Freunde. Ich kann mich gerade nicht mehr ganz orientieren, was jetzt hier kommt als Nächstes. Ah, okay, das Klo. Okay, wir sind jetzt hier im Bad. Freunde, was ist das denn? Das ist einfach eine 1, 2, 3, 4, 5, 6-köpfige Barrys Kibbidi-Dop-Toilette. Also sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Okay, dann machen wir... Was macht er denn da? Ey, Kollege, ich glaube, du darfst hier eigentlich nicht sein. Was? Das ist einfach so eine... Warte mal, das war irgendein Geheimnis. Und wir haben es gelüftet. Oh mein Gott, Barry! Junge, der hat mich so erschrocken gerade. Auf einmal sitzt da einfach eine Barry Skibbidi-Doptor. Hey, hört ihr das? Er macht diesen Skibbidi-Dop-Sound. Ich glaube, wir sollten lieber schnell verschwinden. Ich gehe ja schon. Okay, das ging einfach. Okay, aber wir dürfen nicht aufgeben, Leute. Wir müssen weiterlaufen. Auch. Warte mal. Hört ihr den? Hört ihr ihn schreien? Barry schreit! Barry! Nein, Leute, Barry ist am Leben. Aber der richtige Barry wurde hier eingesperrt von den Skibbidi-Dop-Toiletten. Das heißt, der echte Barry ist am Leben. Wir müssen ihm irgendwie helfen, Freunde. Okay, komm. Wir springen hier auf die Pümpel drauf. Wir müssen hier irgendwie rüber. Wir müssen Barry irgendwie helfen. Barry ist in Gefahr, Freunde. Hättet ihr gedacht, dass die Skibbidi-Dop-Toiletten Barry einfach in Gefangenschaft halten? Schaut mal, der schwimmt da einfach im Wasser. Auch wenn Barry eigentlich nicht der Liebste ist und er immer sehr, sehr viel am Furzen ist, habe ich trotzdem gerade ein bisschen Mitleid mit ihm, Freunde. Wenn ihr das genauso seht, lasst mal ein Like da. Wir müssen Barry doch irgendwie da raushelfen. Okay, du siehst nicht so nett aus. Ich glaube, wir gehen mal lieber weiter. Komm schon. Okay, wir sind weiter. Aber der Pfeil zeigt jetzt auf diesen roten Knopf. Soll ich ihn wirklich drücken? Ich glaube, wir haben keine andere Wahl. Wir müssen ihn drücken. Okay, jetzt sind da hinten so Teile hochgefahren. Okay, ich guck mal, ob wir da jetzt drüber kommen oder ob das eine Falle ist. Und da unten ist sogar ein Webcam-Head. Anscheinend ist Barry hier nicht der Einzige. Oh Gott. Okay, Leute, wir gehen weiter. Ihr seht, es geht jetzt hier in den magischen Raum, wo der Ball gerollt kommt. Wir müssen nur jetzt hier erstmal gucken, dass wir nicht ins Wasser fallen. Ich stehe gerade einfach wirklich auf einer Klopapierrolle. Jetzt auf einer Toilette. Jetzt auf einer Palette. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das hier alles gut hält und wir nicht gleich im Wasser versinken. Aber bisher hat es gut funktioniert, okay. Sei vorsichtig, ja? Das machen wir. Ich bin mir schon bewusst, dass hier so ein Ball gerollt. Oh, so ein Ball gerollt kommt. Wow! Okay, weiter geht's, Freunde. Renn! 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 Wow! Okay, weiter geht's, komm. Renn! 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 Lumix! Renn! Wartet mal. Freunde! Ich glaube, hier gibt es auch einen Geheimgang. Wartet mal, da müssen wir hin. Ihr wisst, dafür brauchen wir erstmal den Gottmodus. Ich kaufe mir den schnell, wartet. Also schreibt mal in die Kommentare, ob ihr mein anderes geheimes Video gesehen habt, wo ich euch den Geheimraum gezeigt habe. Aber ich glaube, hier gibt es auch einen. Okay, ich habe mir hier jetzt auch extra dafür mal schnell den Gottmodus gekauft. Sehr gut, jetzt haben wir hier auch den Gottmodus, Freunde. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir einmal, dass wir da hinten in den Geheimgang hochkommen. Ja, es gibt hier einfach auch einen Geheimgang, Leute. Wie krass. Mal schauen, was die Barry Skibbidi-Dop-Toilette hier zu verheimlichen hat. Ich meine, sie hat uns auch verheimlicht, dass sie Barry in Gefangenschaft hält. Also muss es hier ja irgendwas geben. Was? Freunde, habt ihr das gesehen? Da war eine Barry Skibbidi-Dop-Toilette
neben einem Camera-Head und die ist gerade einfach verschwunden. Die hat sich unsichtbar gemacht. Irgendwas ganz Komisches geht hier vor sich. Hier, guckt euch das mal an. Eine Toilette und ein Camera-Head. Hallo, Camera-Head, kannst du mich hören? Er kann nicht reden, Freunde. Sehr gut, jetzt sind wir hier oben. Ist hier noch irgendwas? Okay, wir sind wieder unten, Freunde. Der Ball kommt gerollt. Alter. Digga, ich weiß ehrlich nicht, was hier vor sich geht. Irgendwas ganz Merkwürdiges passiert hier die ganze Zeit. Und da ist ein Baby-Berry. Und da ist eine Ritter-Berry-Skibbe in die Toilette. Und die macht wieder ganz komische Geräusche. Oh, wir müssen uns beeilen, Freunde. Okay, einmal dran drehen, bitte. Okay, wir müssen hier jetzt irgendwie ausweichen. Oh, 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 oh. Renn, 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 renn. Oh, das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Wir müssen hier hoch. Okay, Freunde. Ich glaube, wir sind hier entkommen. Oh mein Gott. Aber Freunde, wir müssen auf die geheimen Hinweise achten. Wenn hier unten eine Barry Skibbidi-Dop-Toilette war, muss das bedeuten, dass der normale Barry-Ritter hier auch irgendwo gefangen sein muss. Das heißt, alle normalen Barrys müssen hier irgendwo gefangen sein, Leute. Okay, hier ist wieder anscheinend irgendeine goldene Statue. Wir haben sie eingesammelt. Okay, Freunde, mal schauen, was uns das am Ende bringt. Wir gehen erstmal weiter, drücken einmal den Hebel und fahren einmal nach oben. Mal schauen, was da auf uns wartet. Ey, ich habe ein bisschen Angst gerade. Hallo? Oh, wir sind in der Cafeteria angekommen. Okay, wir gucken mal, ob wir irgendwas noch finden. Aber was zur Hölle ist das denn? Da ist einfach eine XXL Riesenberry Skibbidi Dop-Toilette mit Laseraugen. Und hört ihr das? Die macht auch so einen richtig gruseligen Skibbidi-Dop-Sound. Ich glaube, wir trinken mal lieber schnell unseren Energy, Freunde. Kluck, kluck, kluck. Und dann versuchen wir lieber mal schnell hier auszubrechen. Los geht's. Oh mein Gott, renn. Renn. Wow. Oh, oh. Was? Was? Aber okay, wir dürfen uns nicht ablenken lassen, Freunde. Wir rennen weiter. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir zu hoch springen und in den Laser reinfallen. Das wäre nicht so gut. Aber okay, bisher sieht alles noch ganz gut aus. Wir sind am Ende, wir sind am Ende, wir sind am Ende. Also noch nicht ganz am Ende. Aber wir haben erstmal den Parcours hinter uns gebracht. Jetzt kommt es nur drauf an, was als nächstes kommt. Wir klettern einmal die Leiter nach oben. Hier ist wieder ein Barry. Okay, wir klettern die nächste Leiter nach oben. Okay. Und wir sind in den Telefonzellen. Aber warte mal. Was ist denn hier? Warte mal, die Tür ist eingeschlagen. Das sind so Keksgläser. Und das Babyberry mit einem Keks. Ich komme hier nicht rein. Ein weiteres Geheimnis, Freunde. Okay, anscheinend müssen wir hier weitergehen. Die Leiter steht schon da, komischerweise. Will uns Babyberry etwa helfen? Okay, wir müssen, wie gesagt, auf die Hinweise achten, Leute. Okay, wir sind jetzt hier weiter. Ihr seht, wir müssen jetzt hier erstmal den Ventilator-Parcours hinter uns bringen. Das ist immer gar nicht so einfach. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir jetzt gleich hier reinfallen. Aber wir passen auf. Wir geben uns Mühe. Wir kriegen das schon hin, Freunde. Wir kriegen das schon hin. Wir müssen nur an uns glauben. Okay, wir sind weiter. Okay, kurz durchatmen. Okay, es geht weiter, Freunde. Let's go. Das Ziel kann nicht mehr weit entfernt sein. Komm schon. Barry Skibbidi-Dop-Toilette. Okay, es sieht gut aus, Freunde. Es sieht sehr gut aus. Wir klettern die Rohre nach oben. Es sieht sehr, sehr gut aus. Okay, komm schon, komm schon. Einmal hier nach oben. Okay, wir müssen jetzt hier die Ventilatoren schließen. Ihr wisst, ich bin immer zu faul, das zu machen. Das heißt, es geht einmal in den Shop. Und dann kaufen wir uns glatt mal den Jetpack. Weil ihr wisst, ich mache nie diese Ventilatorenaufgaben da. Das ist viel zu langweilig. Wir müssen da drüber fliegen. So ein Ding ist das. So, jetzt haben wir uns einfach mal den Jetpack gekauft. Und jetzt würde ich sagen, kann's losgehen. Yeah, Jetpack Action, yeah. So einfach geht's. Wir sind einfach mit dem Jetpack oben angekommen. Wie geil. Okay, ich würde sagen, oh, das war nicht so schlau. Wir müssen einmal nach oben hier, bitte. Wir fliegen einmal weiter durch den Raum. Okay, dann gucken wir mal. Ich weiß zwar nicht, warum er jetzt die ganze Zeit diesen Jetpack mit sich herschleppt, aber egal. Wir gucken einfach, dass wir hier rauskommen. Wir machen einmal den Parcours. Jetzt geht's einmal hier entlang. Und da oben ist einfach eine XXL-Webcam, die da an der Decke hängt.
Hier sind Kameras. Hier sind Kameraheads. Was? Was geht hier vor sich? Ey, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas haben diese Barry Skibbidi-Dop-Toiletten im Schilde. Ich sag's euch, Freunde. Aber okay, wir laufen weiter. Wir müssen das Geheimnis lüften. Es ist soweit, Freunde. Es ist nämlich an der Zeit für einen weiteren Kampf. Und zwar diesmal gegen den Skibbidi-Dop-Toiletten-Chefkoch. Oh mein Gott, wie schnell ist der denn? Hä? Der ist unnormal schnell. Hä? Wow. Freunde, wir müssen unseren Jetpack einsetzen. Oder unsere Super-Gottfähigkeit. Das können wir auch machen. Ich habe einfach Gottfähigkeit eingesetzt. Jetzt kann der gar nichts machen. Hier, komm doch. Komm doch. Hier, Skibbidi-Dop-Toiletten-Chefkoch. Und jetzt friss Gemüse, du. Barry Skibbidi-Dop-Toiletten-Chefkoch mit zwei Köpfen. Ey, es ist so geil. Wir haben ihn einfach in die Luft gesprengt. Und jetzt gehen wir einmal mit Super-Speed. Ich mache jetzt einmal hier 200 km/h. Mit Superspeed geht's einmal nach unten. Mal schauen, wie weit wir fliegen. Oh mein Gott, hä? Lol. Wir sind einfach so drüber gesprungen. Hä, wie geil. Hier ist auch noch irgendein komischer Barry, der sieht ein bisschen komisch aus. Aber okay, wir klettern nach oben. Mal schauen, gegen welchen Endboss wir überhaupt kämpfen werden. Stellt euch vor, es gibt einfach so einen XXL Barry Skibbidi-Dop-Toiletten-Endkampf. Das wäre halt richtig krass. Ansonsten gucken wir, dass wir hier erstmal durch die Laser durchkommen. Das sieht bisher aber eigentlich ganz gut aus. Yep, das schaffen wir doch mit links. Wisst ihr was? Ich lasse meine Gottfähigkeit gleich aktiviert, damit wir hier auch problemlos den Endkampf schaffen. Ansonsten, das ist hier für Langweiler. Wir nehmen natürlich den Jetpack, fliegen einmal drüber auf ganz entspannt. Und jetzt, Ladies and Gentlemen, Skibbidi Toilet Kingberry? Was soll das bedeuten? Gestorben. Freunde, was ist das bitte für ein Endboss? Ich meine, guckt euch das mal an. Ich glaube, das ist mit Abstand eins der krassesten Endboss-Fights aller Zeiten. Wenn nicht sogar der krasseste. Wir müssen erstmal schnell den Jetpack aktivieren. Guckt euch mal an, wie groß dieser Barry ist. Oh mein Gott, Jetpack, schnell, flieg, flieg. Ey, ich kann das gerade nicht in Worte fassen, wie viel Spaß das macht. Das ist einfach so ein krasser Endboss-Fight. Ich habe noch nie gegen so einen krassen Endboss gekämpft wie hier gerade. Einfach ein sechsköpfiger Barry Skibbidi-Dop-Toiletten-Boss. Wir müssen erstmal schnell wieder mit dem Jetpack abbauen. Ey, ich weiß gar nicht, wie man das ohne Jetpack machen soll. Nimm das, Barry Endboss! Das ist dein Ende! Das ging schnell. Ich nehme an, ihr alle kennt die Horrorclowns. Und ich nehme auch an, ihr alle kennt Barry. Aber habt ihr euch schon jemals gefragt, was passiert, wenn man beides miteinander vereint? Ja, richtig. Denn das würde einfach mal bedeuten, dass es nun einfach mal einen Horror-Barry-Clown gibt. Denn da befindet sich einfach mal unser heutiger Gegner. Und zwar ist das Barry als Horrorclown. Und ihr seht, er hat doch irgendwie so einen Hammer in der Hand. Ich glaube, das ist der Hammer, mit dem er uns verprügeln möchte. Deswegen, Leute, würde ich sagen, brechen wir hier lieber schnell aus. So, Leute, wir haben auf Spielen gedrückt und ihr seht, wir sind wieder in unserem Bett aufgewacht in der Barry-Zelle. Ich sage euch ehrlich, langsam kann ich sie echt nicht mehr sehen. Wartet mal. Ist das nur mir gerade aufgefallen oder habt ihr das auch gesehen? Freunde, was fällt euch auf? Teddy ist weg. Leute, wo ist unser Teddy? Ich blende euch hier ganz kurz ein, Freunde. Ihr wisst doch, wenn wir hier aus dem Gefängnis ausbrechen, sitzt da eigentlich immer unser kleiner Teddybär. Aber anscheinend gibt's heute hier nichts zu lachen. Weil einfach mal der böse Barry Clown alles umgebracht hat, was sich bewegt. Aber egal, Freunde, lasst uns lieber zum Ausbruch kommen. Wir müssen einmal hier hochklettern, denn es wird langsam Zeit, hier aus dem Horror-Barry-Gefängnis auszubrechen. Und ihr seht, es ist alles ein bisschen anders als sonst. Selbst der Lüftungsschacht ist einfach rot. Und ihr wisst, ich hasse Lüftungsschächte. Und gleich gar, wenn sie einem Horror-Clown gehören. Okay, wir haben das auch geöffnet. Jetzt sind wir hier im Lüftungsraum. Also ihr seht, hier sieht alles ein bisschen anders als sonst aus, weil der Barry Horror Clown hat sich hier auf jeden Fall ganz gemütlich gemacht. Ich würde sagen, wir drücken auf den Knopf, Leute. Und dann springen wir ganz schnell hier drüber in der Hoffnung,
dass wir nicht da runterfallen. Aber okay, wir haben es geschafft. Nur jetzt, Leute, sind wir direkt an einem sehr, sehr spannenden Part angekommen. Ihr wisst, hier geht's nach unten zu den Zellen, wo der Horror-Berry-Clown auf uns warten wird. Aber ich sage euch ehrlich, wir haben keine andere Wahl. Wir müssen hier runter. Los geht's! Oh nein, oh nein. Das wird gar nicht gut enden. Er steht da einfach. Freunde, da ist einfach mal der Horror-Berry-Clown. Ihr könnt ihn alle sehen. Er hat sich hier so einen richtigen Zirkus aufgebaut. Und er wartet nur auf seine Opfer, um sie mit seinem Hammer zu erschlagen. Und dann aufzuessen. Aber ihr wisst, wir werden das nicht zulassen. Deshalb rennen wir los. Oh, oh. Und drücken den Knopf. Wir drücken den Knopf. Und Barry... Der Horror-Berry hat uns gesehen, Freunde. Wir müssen ganz schnell laufen. Können wir uns hier im Zelt verstecken? Hallo? Ich bin gar nicht da. Oh. Er kommt hier nicht rein. Oh mein Gott. Leute, was machen wir jetzt? Wie sollen wir hier rauskommen? Der Horror-Berry-Clown steht vor der Tür und wartet auf uns. Barry, wir können doch über alles reden. Du weißt doch, wir sind immer gute Freunde gewesen. Du musst das hier alles nicht machen. Lass mich einfach gehen, okay? Meint ihr, ich kann an ihm vorbeilaufen, Freunde? Aber ich glaube, es gibt nur einen Weg, um das herauszufinden. Wir müssen es probieren. Ah, oh, oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Ah, ja, renn! Nein, ey, er hat hier richtig viele Kuscheltiere und so eingesperrt. Hey, du Monster! Barry? Leute, wo ist Barry hin? Ist er noch im Zelt? Ich glaube, er denkt, wir sind noch im Zelt drin, Freunde. Wir haben ihn ausgetrickst. Ja, ich glaube, er ist gerade ins Zelt reingelaufen und wollte uns überraschen. Aber ich bin schon raus. Du kannst mir gar nichts, Horror Barry. Denn ich werde jetzt aus seinem komischen Zirkus hier ausbrechen. Oh mein Gott, Leute. Wir sind jetzt in den Toiletten gleich. Das heißt, wir schauen, dass wir lieber schnell hier rauskommen. Wir durchsuchen die Toiletten, ob es wieder irgendwelche Hinweise gibt. Okay, das stinkt ein bisschen. Und die ist leer. Okay, das heißt, Leute, wir nehmen unsere Schaufel und buddeln uns einmal nach unten. Los geht's. Wir müssen raus hier. Okay, Leute, wir sind hier unten angekommen. Ihr seht es. Boah, was ist das? Hier ist einfach so grüne Säure überall. Okay, ich glaube, da sollten wir nicht reinfallen. Der Horror-Berry-Clown versucht uns das hier wirklich extra schwer zu machen. Okay, komm, wir laufen hier lang. Oh, mein Meister. Oh, was geht? Alles fit bei dir? Ja, ich glaube, das war's dann auch mit dir. Wir können aber allerdings auch so ein bisschen nachhelfen, indem wir uns zum Beispiel hier sowas kaufen. Also, wir können, Yep, okay, das hätten wir dann auch. Leute, ihr wisst, in jeder Folge, ein paar Spieler müssen wir immer pranken. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir weiterkommen. Wartet mal. Freunde, das ist die Horror-Clowns-Maske aus dem einem Horror-Clown-Video, was ich mal gemacht habe. Besteht etwa eine Verbindung zwischen den Clowns? Und du verschwindest! Sorry. Aber okay, Freunde, wir haben keine andere Wahl. Lasst uns schauen, dass wir hier aus diesem Zirkus ausbrechen. Und ihr seht, hier sieht es echt ein bisschen anders aus als sonst. Hier sind einfach so Zirkushammer und so Spikes. Oh, und jetzt müssen wir hier schnell durch den Tunnel, wo wieder die Riesenmurmel gerollt kommt. Leute, meint ihr, wir schaffen es? Okay, wir schaffen es doch nicht. Da kommt eine Riesenclownsnase gerollt. Ah! Okay, Leute, wir sollten uns lieber beeilen, bevor Barry der Horrorclown kommt, um uns aufzuessen. Ey, oh mein Gott. Ich bin gestorben. Hä? Die Kugel rollt hier viel schneller als normal. Guckt mal. Ich glaube, der Ausbruch ist auf jeden Fall schwieriger als das normale Barry-Gefängnis. Guckt euch an, wie schnell die Kugel gerollt kommt. Hier, guckt euch das an, wie knapp das ist. Oh, eine Trophäe. Oh, wir haben irgendwas freigeschalten, Freunde. Okay. Okay. Leute, wir sind wieder hier angekommen. Meint ihr, es gibt auch im Horror-Barry-Clown-Gefängnis einen Geheimgang? Ihr wisst, alle Lumex muss das wieder überprüfen. Das heißt, wir gehen in den Shop rein, Freunde, und kaufen uns einmal ganz kurz wie immer den Gottmodus. Und dann schauen wir nach, ob sich vielleicht auch hier ein Geheimgang versteckt. Okay, Gottmodus ist gekauft. Gottmodus wird aktiviert. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal hier in die Ecke. Und tatsächlich, Leute, es ist wieder eine Leiter da. Das heißt, ich würde sagen, wir klettern hier einfach mal hoch und schauen mal, was der Horror-Clown Barry hier zu verstecken hat. Okay, bisher ist hier nichts auffällig, außer da hinten ist wieder ein Diamant. Ihr könnt es sehen, Freunde. Okay,
Ich würde sagen, wie immer sammeln wir den Diamanten einmal ein und dann schauen wir, ob wir in irgendeinen geheimen Raum vielleicht reinkommen. Ich würde sagen, wir sammeln den Diamanten ein in 3, 2, 1, let's go! Wow! Oh, nein! Leute! Wir sind tatsächlich in irgendein geheim Horror-Clown-Barry-Raum gekommen. Guckt euch das an. Wir sind hier wieder in einer geheimen Halle. Und hier gibt es einfach mal den bösen Barry-Clown. Es gibt auch einfach mal den Joker-Clown, Freunde. Dann Barry-Chefkoch. Es gibt einen Barry-Horror-Clown-Roboter. Meint ihr, wir können uns in den Roboter verwandeln? Wow! Huh? Freunde! Es hat funktioniert. Warte mal. Wir spielen jetzt einfach als Horror-Clown Barry Make-Roboter. Was? Und damit können wir hier wieder ganz normal ausbrechen. Einfach nur als Barry Roboter. Hier, guckt euch das an. Wow. Wir spielen einfach als Barry Make-Roboter, Freunde. Oh mein Gott. Hier, guckt euch das an. Wow. Ja, was willst du jetzt machen, hä? Barry Horror Clown, fang mich doch! Fang mich doch! Leute, wir können doch einfach wieder hier in den Geheimraum reingehen. Der hat sich ja für uns jetzt geöffnet. Wir können uns doch einfach mal in den Joker Clown verwandeln. Zack! Und jetzt können wir einfach mal als Horror Clown hier im Barry Zirkus spielen. Ja, fang mich doch, hä, Barry Horror Clown. Ich bin jetzt auch einer von dir. Ich habe mich nämlich getarnt. Eigentlich bin ich Lumex, aber jetzt bin ich ausnahmsweise ein böser Clown, der dir natürlich helfen will, die Leute hier zu fangen. Freunde, wir müssen den Horror-Gabby ein bisschen veräppeln. Ich würde sagen, wir rennen jetzt schnell zurück zur Murmel und dann brechen wir hier weiter aus. So, Leute, wir sind wieder hier bei der Murmel angekommen. Und ihr seht, wir brechen jetzt hier einfach mal als Barry Horror Clown aus, beziehungsweise als Joker Clown. Ich habe noch meine Gottfähigkeiten aktiviert. Wir müssen die jetzt hier alle ein bisschen veräppeln. Denn wir werden uns jetzt einfach als böser Barry Clown ausgeben, um hier leichter auszubrechen, ne? Wir können auch dank dem Gottmodus ein bisschen schneller laufen. Und ihr seht, oh, ey, was geht, Bro? Wir sind Brüder, ja? Du brauchst mir gar nichts tun. Freunde, das ist genau der Clown, in dem wir uns verwandelt haben. Okay, wir veräppeln ihn ein bisschen. Wir drehen einmal hier dran. Und dann würde ich sagen, yo, Bro, wir sehen uns dann auf der anderen Seite, ja? Tschüss. Okay, Leute, das hat gut funktioniert. Und da wir uns in den Barry Horror Clown verwandelt haben, denken die jetzt einfach, wir gehören zu denen. Dann würde ich sagen, laufen wir einmal weiter. Drücken einmal hier den Hebel. Und dann seht ihr schon, fahren wir wieder nach oben. Oh, oh mein Gott, das ist so lustig, dass wir einfach mal selber als Barry Horror Clown ausbrechen. Ich hätte nicht gedacht, dass der Barry Horror Clown auch einen Geheimraum hat. Aber ihr seht, man kann sich hier auch einfach mal einen goldenen VIP Barry kaufen. Was denkt ihr, wie teuer ist der? Der kostet 1000 Robux! Das ist echt ein bisschen zu teuer, aber ihr wisst doch, für euch mache ich das. Bam! Let's go! Leute, wir haben uns jetzt einfach mal in einen goldenen Barry verwandelt für ganze 1000 Robux, was einfach viel zu teuer ist. Aber jetzt können wir hier jedem Spieler zeigen, wie krass wir sind. Ihr dürft es natürlich nicht zu Hause nachmachen, weil das viel zu viel Geld für sowas ist. Aber ihr wisst, für so ein Video kann man das schon mal machen. Und jetzt würde ich sagen, brechen wir hier aus dem Horror-Clown-Barry-Gefängnis aus und geben uns dabei einfach mal selbst als Barry aus. Alle beiseite, hä? Hier, da kann ich auch einfach mal meinen Gottblaster raushauen und den hier machen. Bam! Ja! Leute, ich liebe diese Fähigkeiten einfach. Nein! Oh, wir haben Karma bekommen. Aber das ist nicht schlimm, Freunde. Ihr wisst, wir haben die Gottfähigkeit und können damit einfach mal unnormal schnell laufen und springen. Ich mache einfach mal alles auf 200. Warte, wie hoch geht das denn, Leute? Wir werden jetzt den Weltrekord hier brechen. Ich stelle einfach mal alles auf 400. Und dann schauen wir mal, wie schnell wir sind. Oh, oh, oh. Oh, oh. Was? Meint ihr, wir können so irgendwelche geheimen Orte erkunden? Ich meine zum Beispiel hier oben, da sind so Luftballons. Ich versuche da mal hinzuspringen, Leute. Wir machen alles auf 200 und dann schauen wir mal. Und? Huh? Tatsächlich!
Was? Komm schon, spring! Ja! Wir haben's! Hä? Hier oben sind einfach so Luftballons! Meinen die, das ist irgendein Zeichen vom Barry Horror Clown? Guck mal, da drüben hängt doch der Joker Clown. Wir springen da mal hin, Leute. Boah, guck mal. Wir sind einfach hier oben mit unserer Gottfähigkeit und unserem goldenen VIP Barry. Meint ihr, wir können auf dem Joker Barry stehen, Leute? Nein, es geht nicht. Mann. Aber na gut, Leute, jetzt lasst uns weiter hier ausbrechen, ne? Ich würde sagen, ich guck mal und wir können einfach über die halbe Map springen. Guckt euch das an. Oh mein Gott. Wir sind einfach sowas von schnell. Also ich denke, so sollten wir dem bösen Barry Horror Cloud auf jeden Fall entkommen können. Wir sind jetzt hier im Storage Room. Kann man hier rein? Das ist abgesperrt. Hä, warum sind die Zellenräume abgesperrt? Dreiköpfiger Barry? Was denkt ihr, kostet der auch nochmal 150 Robux? Wisst ihr was? Für das Video kaufen wir uns das einfach mal und... Nein, jetzt sind wir einfach mal ein dreiköpfiger Barry, Leute. Hä, wie lustig sieht das denn aus? Jetzt haben wir Barry, Horrorclown Barry und Horrorclown Joker Barry. Okay, aber ich glaube, wir müssen jetzt einmal hier hochklettern. Dann machen wir einmal hier oben auf, bam, und dann brechen wir hier einmal aus dem Barry Horrorclown Gefängnis. Ey, das ist so lustig, Leute, weil wir einfach so coole Outfits haben und die Gottfähigkeit, mit der wir hier einfach super easy ausbrechen können. Ja, wir können einfach hier easy auf die Rohre hochspringen. Und dann müssen wir nicht mal die Ventile hier zumachen. Wir können einfach durchlaufen, weil ihr wisst, wir sind praktisch unsterblich mit der Gottfähigkeit. Hä, was ist das denn? Hä, jetzt bin ich wieder hier und mein Barry-Skin ist weg. Wartet mal. Wir brauchen einen neuen Barry-Skin. Leute, wartet mal. Es gibt hier so einen Gott-Roboter, so ein Gott-Teufel-Roboter. Was kostet der? Leute, ey, ihr macht das nicht da. Ich mach das nur fürs Video, aber ich kaufe mir den jetzt auch nochmal. Ich will hier alle Barry-Skins haben. So, ich habe mir den jetzt nochmal gekauft, Leute. Ich bin extrem gespannt, ob wir jetzt so einen richtig krassen Horror-Barry bekommen als Roboter. Ich rüste den mal aus und... Was? Was, Leute? Niemals. Wir können jetzt einfach als Teufel Barry Roboter spielen. Lol. Ich guck mal, dass wir jetzt hier hochkommen. Auf die andere Seite. Zack, in den Lüftungsschacht rein. Ah, komm schon. Lass mich rein in den Lüftungsschacht. Ah, wir springen zu hoch. Wartet. Jetzt. Oh mein Gott, Leute. Ich meine, guckt euch das mal an, Leute. Oh mein Gott. Einfach als Barry Horror Clown Mega Teufel Roboter brechen wir hier aus dem Gefängnis aus mit der Gottfähigkeit. Ey, es macht so Spaß. Ja, ich bin sowas von gespannt auf den Endkampf. Der Barry Horror Roboter kann sich da sowas von anziehen. Wir müssen nur jetzt gucken, dass wir irgendwie hier oben reinkommen. Und zack, Leute. Rein hier. Okay, wir sind in der Cafeteria und da ist der Barry Koch. Weißt du was, Barry Koch? Fang mich doch. Du kriegst den Mega-Roboter nicht, hä? Fang mich doch. Hier bin ich. Veräppelt, ich bin hinter dir. Wieder veräppelt, ich bin doch da. Haha. Okay, Leute, wir nehmen unseren Gottblaster. 3, 2, 1 und das ist dein Ende. Bam! Ja. Oh Mann, ich liebe diese Fähigkeiten. Jetzt können wir einmal hier runter und... Oh, 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 wow! Wir sind hier angekommen, Leute. Oh mein Gott, wie cool. Jetzt aber nichts wie raus hier. Renn schneller, Mega-Roboter. Komm schon. Wir müssen hier ausbrechen. Kletter hoch, kletter schneller. Mach schon. Ausgang, da wollen wir hin. Zack. Okay, komm schon. Jetzt einmal hier oben... Nur durch die Laser durch. Dann sind wir fast am Ende, Leute. Nur nicht vom Laser getroffen werden. Am besten nur nicht vom Laser getroffen werden. Wow! Aber ich sage euch ehrlich, bisher sieht es richtig gut aus. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Jetzt einmal noch hier durch. Sehr gut, Freunde. Wir haben es geschafft. Komm schon. Und... Zack, der Barry-Teufel-Roboter kommt. Leute, ihr wisst, jetzt ist gleich der Endboss dran. Oh mein Gott, ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt auf den Endboss-Kampf. Ihr wisst, wir haben unsere Gottblaster, wir haben unsere Gottfähigkeit. Ich würde sagen, mögen die Spiele beginnen. Warte mal, Barry-Roboter gegen Barry-Roboter? Hä? Was willst du machen, hä? Barry-Roboter! Oh mein Gott, aber er ist ein bisschen größer als wir. Und er hat seine Minigun.
Leute, ich glaube, wir müssen kurz unsere Fähigkeiten aktivieren, um hier ein bisschen schneller zu laufen. Wir müssen aufs Dach hochspringen, Leute. Sehr gut. Jetzt schießen wir mit der Bazooka auf ihn. Nimm das! Bam! Bam! Oh mein Gott, Leute, was ein krasser Endboss-Fight gegen den Barry Horror Clown Roboter! Bam! Okay, Leute, ich würde sagen, es ist Zeit für das Ende. Wir rüsten den God Blaster aus und vernichten den Horror Clown Roboter! Bam! Oh mein Gott, guckt oben rechts, wir haben gerade so überlebt, Leute. Bam! Ihr habt's gesehen, das ging schnell. Wir sind jetzt hier wieder im Geheimraum angekommen. Das heißt so viel wie, wir haben's geschafft, wir sind ausgebrochen. Ja, Freunde, ihr könnt es vielleicht schon sehen und auch hören, das heutige Video startet ein wenig anders als sonst. Denn ich nehme an, ihr alle habt den Titel gelesen und ja, es stimmt, das hier ist das Ende von Barry. Also Freunde, ich weiß, es hört sich traurig an, aber so ist das im Leben. Alles hat irgendwann mal ein Ende. Und genauso ist das eben auch mit Barry. Ihr wisst, Barry war sehr, sehr viel auf meinem Kanal vertreten. Ich habe sehr, sehr viele Videos mit ihm gemeinsam gemacht. Aber so wie die Zeit vergeht, werden wir eben auch älter. Ja, und genauso wie wir alle älter werden, wird auch Barry älter. Und deshalb würde ich sagen, lasst uns nochmal die heutige Folge Barry gemeinsam genießen. Schenkt dem alten Mann ein bisschen Support, Leute. Lasst auf Ehre ein Like da, wenn ihr Barry genauso sehr gemocht habt wie ich. Und vergesst natürlich auch nicht zu abonnieren. Und ansonsten würde ich sagen, ganz viel Spaß mit der heutigen Folge Roblox. Ja, Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Roblox. Und wie ihr es bereits sehen könnt, sind wir wieder mal in unserem Gefängnisbett hier aufgewacht. Aber ich sag euch ganz ehrlich, Leute, ich bin nicht mal wütend oder sauer, dass ich heute wieder hier aufgewacht bin, weil das könnte vermutlich das letzte Mal sein. Denn ihr könnt es schon sehen, Leute, da vorne ist Barry. Und ich weiß nicht, ob man es auf den ersten Blick erkennt, aber ihm geht es einfach nicht mehr so gut mittlerweile. Ich meine, ihr wisst, wir haben schon unzählige Barry-Videos gemacht. Ich blende euch einfach mal hier ein paar davon ein. Ihr könnt es sehen, also es sind wirklich einige. Aber wie ihr es sehen könnt, ist Barry mit der Zelt auch leider älter geworden. Ich meine, vielleicht kann man es sehen, seine Klamotten zerfallen langsam und er ist auch nicht mehr der Schnellste, um ehrlich zu sein. Und ihr seht, er braucht auch mittlerweile so einen Krückstock zum Laufen, weil es ihm halt einfach nicht mehr so leicht fällt, hier ganz normal rumzulaufen und die ganzen Verbrecher hier wegzuschnappen. Und außerdem ist sein Augenlicht auch nicht mehr das Beste, also er sieht auch nicht mehr besonders gut. Und das macht sich natürlich als Gefängniswärter nicht allzu gut, weshalb ja auch das Gerücht rumgeht, dass Barry eventuell in den nächsten paar Tagen einfach gefeuert wird, weil ich meine, ja, Leute, ich kann es ein bisschen verstehen. Es brechen halt immer mehr Leute hier aus dem Gefängnis aus, weil Barry halt einfach nicht mehr der Schnellste ist. Und deshalb, Leute, würde ich sagen, lasst uns heute nochmal einen Tag hier im Barry-Gefängnis verbringen. Und ich würde sogar vielleicht sagen, Leute, dass wir heute mal nicht versuchen, hier wirklich komplett krass auszubrechen mit den krassesten Tricks und uns irgendwelche Items kaufen. Sondern vielleicht lassen wir uns heute auch einfach mal mit Absicht von Barry fangen, um ihm vielleicht einfach nochmal ein gutes Gefühl zu geben, bevor er hier entlassen wird. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Ihr seht, ich bin hier gerade schon auch nebenbei am Ausbrechen, weil ich meine, sonst labere ich hier heute wieder viel zu viel um den heißen Brei. Deswegen lasst uns direkt zur Sache kommen. Ich denke, ihr kennt ja mittlerweile das Barry-Gefängnis. Und man kann es vielleicht auch sehen, es ist nicht nur Barry selber, sondern das komplette Gefängnis, was ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Also hier rostet und schimmelt langsam mittlerweile alles. Weshalb es auch einfach sein kann, dass das komplette Barry-Gefängnis zugemacht wird. Ja, wäre eigentlich nicht so schön, weil ich schon krasse Erinnerungen hier habe, Leute. Weil ihr wisst, wie viele Videos ich hier aufgenommen habe. Aber wie ich bereits meinte, Leute, alles hat mal ein Ende. Deshalb würde ich sagen, lasst uns einmal hier nach unten zu den Zellen gehen. Und ich meine, man kann es auch hier schon so ein bisschen sehen. Hier stehen mittlerweile auch schon Kartons, weil einfach Sachen gepackt werden, weil halt wie gesagt damit gerechnet wird, dass das ganze Gefängnis bald leer stehen wird. Ihr seht, auch hier wird überall schon gereinigt, damit das Gefängnis natürlich auch in einem halbwegs ordentlichen Zustand verlassen wird. Die hätten zwar eigentlich auch mal ein bisschen zeitiger hier putzen können, weil das hat echt immer ziemlich hier gestunken, Leute. Aber könnte vielleicht auch einfach daran liegen, da Barry immer sehr oft am Furzen war. Und ich sehe ihn bisher irgendwie nicht furzen, was auch nicht so gut ist, Leute. Bitte, Barry, gib mir noch mal einen letzten Furz. Komm schon. Barry, bitte noch ein letztes Mal. Gib uns einen Furz, bitte. Oh Mann, Leute, ich glaube, es sieht nicht gut aus. Ihr seht, Barry ist auch nicht mehr am Furzen. Und ihr seht auch, obwohl ich eigentlich direkt vor ihm stehe, er fängt mich nicht, weil ich habe es bereits erwähnt, Leute, sein Augenlicht hat ziemlich stark nachgelassen. Eigentlich bräuchte er auch eine Brille. Weil ich meine, schaut mal, ich stehe hier einfach und er läuft
läuft hier, als wäre nichts gewesen, weil er kann mich nicht sehen. Nur wenn ich gefühlt wirklich vor ihm stehe, sieht er mich mal irgendwann. Deswegen würde ich sagen, Leute, komm, wir rennen mal zu Barry. Und er hat mich gesehen, Leute. Ihr seht es, Barry versucht mich zu fangen. Ich würde sagen, wir lassen uns einfach einmal fangen von ihm, um ihm nochmal ein gutes Gefühl hier zu geben. Komm schon, Barry Opa, wir umarmen uns. So, Leute, okay, wir sind wieder respawned. Ich weiß, ihr fragt euch jetzt, Lumex, was machst du da? Du musst doch hier ausbrechen. Das werden wir auch, Leute. Aber ich hab's gesagt, wir müssen Barry wenigstens nochmal so ein gutes Gefühl geben, bevor er hier entlassen wird. Aber okay, ich würde sagen, jetzt ziehen wir durch. Wir drücken den Knopf und schleichen uns am Barry-Opa vorbei. Barry, es tut mir leid, aber ich muss das machen. Sonst werde ich für immer hier eingesperrt und werde alleine gelassen, weil das Gefängnis bald geschlossen wird. Deswegen, Barry, ich muss leider ausbrechen. Es tut mir leid. Oh nein, Leute, guckt euch an, wie traurig er ist. Er geht einfach wieder runter. Er hat sich so gehofft, wenigstens noch einmal jemanden einzusperren. Deswegen, Leute, lasst unbedingt ein bisschen Liebe für Barry da, wie gesagt. Liked einfach das Video oder schreibt vielleicht doch einfach einen netten Kommentar, was euch an Barry gefallen hat. Und ich würde sagen, Barry, wir sehen uns auf der anderen Seite. Denn wir müssen jetzt erstmal hier zu den Toiletten, Leute. Und ihr seht, auch hier ist alles bis in die Jahre gekommen. Überall platzen die Rohre, überall läuft einfach Wasser raus. Auch hier wieder überall Wasser. Aber na gut, wir checken erstmal ganz kurz die Toiletten. Und hier sieht eigentlich alles wie immer aus. Die stinkende Toilette, die bleibt natürlich wie immer. Und ansonsten würde ich sagen, gehen wir jetzt hier einmal die Schaufel nehmen und graben uns einmal nach unten. Ne? Ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen gespannt, was uns jetzt hier unten erwarten wird. Ob da auch alles ein bisschen, ich sag mal, die Jahre gekommen ist. Oder ob da alles wie immer aussieht. Und ja, okay, bisher fällt mir nicht wirklich ein großer Unterschied auf. Bis auf, dass wir hier so neue Steine bekommen haben. Ja, doch, es sieht schon ein bisschen anders aus, Leute. Also, ihr könnt sehen, hier die Steine zerfallen auch langsam. Alles wird kleiner, alles fällt in sich zusammen. Das heißt, lasst uns mal lieber schnell hier rauskommen, bevor uns noch die Decke auf den Kopf fällt. Okay, aber die gebrochenen Bretter sind immer noch gebrochen und wurden noch nicht repariert. So muss das natürlich. Okay, dann lasst uns jetzt hier weiter zu der Riesenmurmel laufen. Und auch hier sieht es ein bisschen anders aus als sonst irgendwie. Also, das Wasser hier gammelt auf jeden Fall mittlerweile auch. Ihr könnt sehen. Digga, das ist echt krass, wie schnell die Zeit vergeht, Leute. Und oh mein Gott. Natürlich kommt auch wieder eine Riesenmurmel gerollt. Lol. Und die haben auch mittlerweile hier oben so Licht angebracht. Okay. Vielleicht wird das Gefängnis ja auch umgebaut und wird zu irgendwas Neuem gemacht. Vielleicht ein Krankenhaus oder irgendwas. Aber warte mal. Oh mein Gott, wie schnell kam denn die Kugel gerollt? Also okay, wir probieren das Ganze nochmal. Ich glaube, ich hätte erst warten müssen, bis sie hier vorbeirollt, ich Dummkopf. So, jetzt können wir laufen. So, einmal rein hier und dann einmal hier zur Leiter, meine Freunde. Und ich weiß, es wird jetzt die ein oder anderen geben, die sagen, Lumex, du musst gucken, ob es hier einen Geheimgang gibt. Leute, wir sind hier im Barry-Modus. Es ist alles wie immer. Barry ist nur ein bisschen älter geworden. Also natürlich wird es einen Geheimgang geben. Aber ich habe euch ja schon gesagt, wir wollen Barry heute nicht ärgern und irgendwie in seinen Geheimraum einbrechen. Sondern wir wollen ihm nochmal eine Freude machen. Deswegen brechen wir heute bewusst nicht in seinen Geheimraum ein. Sondern gehen einfach mal weiter. Egal wie schade das ist, Leute. Aber heute müssen wir Barry einfach mal ein bisschen Respekt erweisen. So, und ihr seht auch hier. Oh Mann, ihr seht auch, Leute. Der Barry-Ritter auch erst ein bisschen in die Jahre gekommen. Oh mein Gott. Okay, und hier liegen mittlerweile auch überall so Skelette rum. Das sind anscheinend alles Leute, die auch schon sehr, sehr lange hier lagen. Und ich würde sagen, wir sollten ein bisschen schneller rennen, weil sonst vermöbelt uns Barry Ritter gleich mit seiner Riesenkeule. So, komm schon, oh. Okay, das hätten wir, Leute. Jetzt nichts wie ab nach oben, komm schon. Okay, wir sind oben angekommen und ich sehe hier es alles zu, Leute. Schaut mal, es geht hier weiter. Okay, das ist auch neu. Kann vielleicht daran liegen, dass mit den Jahren der Fahrstuhl, also der Aufzug, der sonst normalerweise hier ist, dass der einfach irgendwie kaputt gegangen ist oder in Wartungsarbeiten ist. Weil wie gesagt, es sind einige Jahre hier vergangen und es funktioniert nicht mehr alles ganz so, wie es soll. Deswegen haben die jetzt einfach hier so ein bisschen nachgeholfen mit dieser Treppe. Und jetzt ist hier quasi so ein Ersatzfahrstuhl, der nach oben geht, den wir jetzt einfach mal benutzen, Leute. Und ich bin auch sehr gespannt, wie es jetzt im oberen Geschoss vom Gefängnis aussieht. Ob sich da auch alles ein bisschen verändert hat oder ob da... Okay, ja, ihr könnt es sehen, Leute. Die Wände fallen hier auch langsam in sich zusammen. Einfach der Putz fällt hier von den Wänden, ne? Auch hier wird gerade noch gewaschen, Leute. Und oh mein Gott! Hä? Okay, warte. Guckt euch das mal an. Das komplette Gefängnis zerfällt einfach, Leute. Nein, wie schade.
Guckt euch das an, Leute. Das war einfach mal das Barry-Gefängnis. Und jetzt fällt es einfach in sich zusammen. Ihr seht, überall fallen Sachen von der Decke. Das ist echt krass. Und jetzt wird hier gerade alles so vorübergehend mit so, was ist das, mit so Schulbänken gehalten einfach. Also, das könnt ihr euch echt nicht ausmalen. Aber okay, wir springen jetzt hier mal ganz gekonnt rüber. Zack, einmal die Leiter nach oben. Ich bin auch echt gespannt, ob wir noch einen Endbosskampf haben werden. Eigentlich wäre es schon cool. Dann könnten wir Barry noch einmal die Ehre erweisen und einen letzten Kampf geben. Weil ich weiß nicht, ob ich es schon im Video gesagt habe, aber wir sind tatsächlich der Letzte hier im Gefängnis. Alle anderen Insassen wurden nämlich schon zu einem anderen Gefängnis rübergebracht und ich bin quasi noch der Letzte, der hier geblieben ist. Und ihr seht, die Leiter steht nämlich direkt schon da. Die müssen wir gar nicht erst holen kommen. Hat wahrscheinlich hier irgendeiner stehen gelassen. Ich meine, die haben wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass hier noch jemand im Gefängnis ist. Und Mensch, ich kipp hier die ganze Zeit runter. Jetzt aber! So, jetzt nichts mehr ab nach oben, Leute. So, wir sind da. Jetzt geht es hier... Oh nein. Leute, ihr seht, auch hier die Rohre platzen. Überall kommt Wasser einfach raus. Das gibt's echt nicht. Ey, das ist echt schade zu sehen, wie das Barry-Gefängnis einfach so vernachlässigt wird und einfach so in sich zusammenfällt, Freunde. Das macht mich echt ein bisschen traurig. Aber okay, ihr seht, mittlerweile entstehen hier einfach Schneemänner, weil es hier echt kalt ist, weil die natürlich auch die Klimaanlage bzw. die Heizung abgeschalten haben. Deswegen wird's auch langsam echt Zeit, dass wir mal hier ausbrechen, weil sonst erfrieren wir hier noch. So, ab nach oben hier, zack. Und oh mein Gott, es bilden sich einfach mittlerweile so Eiszapfe an der Decke. So kalt ist es hier. So, ihr wisst, Leute, normalerweise kaufen wir uns hier immer den Jetpack und fliegen drüber. Dieses Mal machen wir uns aber die Mühe und drehen hier einfach die Rohre ab. Weil sonst muss das alles Barry machen, Leute. Weil an ihm bleibt das ja sonst hängen. Der muss das Gefängnis ja, ich sag mal, halbwegs ordentlich hinterlassen, ne? Und das würde ich sagen, machen wir einfach mal für ihn. Wir nehmen die Arbeit einfach ab. Und drehen für ihn die Rohre hier einmal ab. Dann muss der alte Mann das nicht machen, ne? So, dann einmal hier unten das letzte Rohr, zack. Und dann können wir auch wieder nach oben laufen, ne? So, wir klettern einmal die Leiter nach oben. Zack, zack, zack. Und dann würde ich sagen, nichts wie raus hier, Leute. So, einmal hier hoch. Und ihr seht, hier ist einfach noch der Schneemann. Wie süß, Leute. Okay, wir sind im nächsten Lüftungsschacht. Ich hoffe mal, dass ich jetzt hier keine Spinnen verstecke, weil ihr wisst, das Gefängnis ist mittlerweile sehr, sehr alt. Das heißt, überall könnten vielleicht auch so Krabben Tiere auf uns lauern. Das wäre jetzt auf jeden Fall nicht so cool. Deswegen gucken wir, dass wir den Parcours hier schnell hinter uns bringen. Komm schon! Und ihr seht, auch hier ist alles ein bisschen eingerostet. Alles ein bisschen dunkler als sonst. Also das Gefängnis hier wird echt krass vernachlässigt, Mann. Das Gefängnis war eigentlich mal so schön, Leute. Und jetzt steht hier überall einfach Müll rum. Und selbst hier, die Abluft, das stinkt ja richtig. Bah, okay, ihr seht, Leute, nichts wie raus hier. So, einmal ab nach unten. Und wir sind in der Cafeteria angekommen, Leute. Und natürlich, der Cafeteria Barry, der gute Suppenkoch, ist natürlich genau wie Barry auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Ihr könnt es ihm ansehen, Leute. Er sieht mich einfach nicht. Weil auch er ist nicht mehr der Jüngste. Seine Klamotten sind langsam auch ein bisschen zu klein. Die gehen auch schon kaputt. Deswegen würde ich sagen, Leute, gucken wir jetzt einfach mal, dass wir den Suppenkoch hier schnell platt machen. Und ihr seht, auch er ist nicht mehr der Schnellste. Er checkt einfach gar nichts, Leute. Ihr merkt's. Und ich muss echt sagen, ich finde das gar nicht mal so lustig. Ich mache das echt traurig, weil ihr wisst noch, den allerersten Barry-Ausbruch, wie krass der war und wie schwer der war. Und jetzt ist es einfach so einfach, weil die einfach alle schon so alt geworden sind. Aber egal, komm, wir schießen mit ein paar Burger auf ihn. Nimm das, Barry! Oh Mann, der arme Suppenkoch, Leute. Guckt ihn euch an, er ist einfach explodiert. Aber na gut, jetzt hat sich hier hinten das Tor geöffnet. Das heißt, wir können jetzt hier rauslaufen, Leute. Zack, 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 zack. Ihr seht, hier stehen einfach ein paar alte Waschmaschinen rum. Und jetzt seht ihr schon, geht es hier einfach mal die Rutsche nach unten. Wow! Aua, 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 wow! Und oh mein Gott, Leute, könnt ihr das sehen? Die Rohre platzen hier alle. Ihr seht, dass das Wasser hier mittlerweile... Oh mein Gott, Leute, ich bin da einfach reingefallen. Ihr seht, das Wasser steigt immer mehr an. Das heißt, wir sollten langsam wirklich gucken, dass wir hier rauskommen. Weil sonst gehen wir gleich mit dem Gefängnis hier gemeinsam unter. Und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen nichts wie raus hier, komm schon. Verlassen, ja, einmal bitte hier raus. Raus die Maus. Okay, ihr seht, wir sind jetzt hier bei den Lasern angekommen. Ja, aber das kriegen wir hin. So alt bin ich nicht geworden. So, komm schon. Zack, hier einmal durch. Easy peasy. So, hier auch nochmal durch. Und den haben wir auch, Leute. Und jetzt ab nach oben.
Zack. Okay, und jetzt könnt ihr es schon sehen. Wir sind am Ende angekommen. Und ihr seht, auch hier braucht man keine Bretter mehr. Man kann hier einfach drüber laufen. Das haben die sich mittlerweile auch gespart. Ja, Leute, da ist die Endtür. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was da auf uns warten wird. Lasst aber, bevor wir da reingehen, Leute, gerne alle nochmal ein Like da. Einfach, um Barry nochmal zu ehren. Und jetzt lasst uns gemeinsam schauen, ob Barry es nochmal schafft, einen gemeinsamen Endbosskampf hier zu machen. Und... naja, mehr oder weniger, Leute. Barry, wurde ich jetzt einfach mal mit so einem Roboter ersetzt? Okay, er scheint auf jeden Fall ziemlich stark zu sein. Aber ihr seht, Leute, Barry ist also selber nicht mehr am Kämpfen, sondern er wurde einfach gegen einen Roboter ersetzt, was eigentlich voll traurig ist. Mann, ich wollte gegen Barry kämpfen. Und jetzt muss ich einfach gegen so eine Barry-Attrappe kämpfen, die echt viel zu stark ist, Mann. Wo ist mein alter Barry? Mit den Miniguns. Ah! Wir müssen es nochmal machen, Leute. Er hat mich einfach vermöbelt. Ich meine, er ist einfach viel zu krass, was ja gut ist, damit niemand ausbricht. Aber ich meine, die haben Barry einfach mit einem Roboter ersetzt, Leute. Mann! Und das war vermutlich auch der letzte Bosskampf gegen Barry, Freunde. Ihr seht, der Rasen wurde jetzt hier schon neu gemacht. Hier ist, glaube ich, einfach so ein Fußballfeld, was jetzt hier gebaut wird. Vielleicht wird es auch eine Schule oder so jetzt. Man weiß es nicht. Ich würde sagen, wir nehmen das letzte Auto und brechen hier gemeinsam aus dem Barry-Gefängnis aus. Ihr seht, wir wurden jetzt hier direkt zum Endroom teleportiert. Was so viel bedeutet wie, das ist das Ende, Leute. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, lasst nochmal unbedingt einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen zur neuen Folge. Bis dahin, ich bin raus. Ciao.